Ja, das stimmt. Oft. Alena, bist du? Ja, ich bin weggerannt, sorry. Ja, nee. The fuck you! Scheiße! Und der nächste auch noch. Und ich bin tot. Tot? Den fucking Anker! Ja, ihr seid doch schon zu dritt. Achso, ich geht zu viert sogar. Okay. Du warst so spät, dass du nicht mehr ran konntest. Danke. Oh! Geil. Der Baum explodiert. Ups, ja. Ich bin tot. Warte, ich komm zu euch. Hast du gerade auf ihn geschossen, Gina? Nee, ich hab ihn mit dem Schwert angegriffen. Ach. Auch nicht. Musst du nicht. Musst du nicht? Wirklich nicht. Na gut. Nein, was machst du mit deinem Arsenal? Wir kämpfen gegen ein Schiff, Sonja! Entschuldigung. Gina, du bist dran. Ja. Gina, du bist dran. Tackle! Hallo und willkommen zu meinem Let's Play. Hallo! Hallo, Leute! Willkommen! Wir sind heute wieder am Start und wir haben Verstärkung. Hi! Das ist die nette Gina und sie wird uns in unserem Piratendasein kräftig unterstützen, was ich ja die letzten Folgen auch getan habe, ja, weil wie man gesehen hat, einfach Mitläufer sein. So. Also die zwei wahren Piraten sind schon in der Gruppe. Was ist mit dem Rest? Achso, ja, ich starte. Entschuldigt. Also ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Aber Hilfe! Was? Wie komme ich da rein? Sonja, es hat noch nicht mal los. Es ist noch nicht mal losgegangen und du fällst schon wieder miserabel. Na, war sogar vor mir drin. Ja! So. Was? Orca Cup 575283 63, was? Okay, ja. Ich würde sagen, Sonja macht eine Einführung für Gina. Oh, oder? Nee! Ja, ich finde das eine gute Idee. Also, Gina, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir nicht untergehen und wir dürfen uns nicht von anderen kaputt machen lassen. Ja, so. Und Schätze finden. So. Warum redet er mit mir? Oh, Gina, du musst im Ingame musst du noch deinen Push-to-Talk anmachen. Sonst hört man dich doppelt. Ah, stimmt, man hört dich doppelt. Ihr seid einfach schon reingeladen. Oh Mann, ich hab noch eine halbe Stunde Ladebildschirm. Ich bin auch noch im Ladebildschirm, ja. Wir sind äußerst beeindruckt. Der Seelenorden glaubt, dass du das Zeug zum Botschafter hast. Du kannst uns besuchen, um eine Botschafterlizenz zu erhalten. Willkommen zu meinem Let's Play. Wir machen jetzt Goldsammler, damit Gina reinkommt. Und dann. Yay. Guck mal. Yay. Also unten. Oh. An die Leiter und F drücken. Ach so. Ich finde den Lernfaktor, den sie hat, ist auf jeden Fall 15 Mal so schnell wie Sonja. Halt's Maul, okay. So. Ich finde das sehr beeindruckend. Oh, was für eine schöne Insel. Warum muss ich mit dem Goldsammler sprechen? Das ist, weil du wahrscheinlich das erste Mal ins Spiel reingekommen bist. Hä, wieso habe ich ganz viele Nachrichten erhalten? Was? Ah, das ist jetzt das neue Update. Was haben wir da gerade gekriegt? Sehr gute Frage. Selbstverständlich habe ich es mir durchgelesen und kann dir genau sagen, was es ist. Konnte die nicht durchlesen? Wo kann man die durchlesen? Mission erhalten? Die habe ich gerade geholt. Ah, okay. Also ich kaufe eine, oder ist das eine gekaufte? Nee, gell? Nee, das ist so eine normal gefundene. Wir machen mit Flagge direkt, oder? Sonst ist ja nicht witzig. Bin gerade schon am Looten. Das ist ja eine schöne Könnt ihr dann Insel. Bitte beim Goldsammler die Botschafterflagge anwählen? Gina, für dich ganz kurz. In den Fässern ist überall so Shit drin. Hier, in den hier zum Beispiel. Alles wo sammeln. Ich gerade stehe. Hinter dir. Genau, da bist du ja. Ah, oh, nein, schon. Hey, wo? Da. Der, ach, wo da! In diesem Fass ist zum Beispiel Kanonenkugeln. Die kannst du mit F öffnen und kannst du einfach draufklicken oder einfach nochmal F drücken und mitnehmen. Einfach alles einsacken, was geht. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht brauchen, sind Würmer und so ein Scheiß. Muss ich jetzt mit dem reden? Ja. Wer redet denn mit er? Das macht man nirgends. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber... Ich bin mir ziemlich. Ein bisschen komisch, aber muss ich da was kaufen? Nee, jetzt heißt du wieder Gina Flu, was geht?
Ist wahrscheinlich nur ihr Gamertag, sondern ihr Ingame-Name ist anders. Gina, den kannst du, glaube ich, ändern. Hier dein Messer dran stecken. Okay. Das ist ein lustiger mäßiger Kerl. So. Geht jetzt schon mal gut los. Ich muss kurz pausieren. So. Habt ihr Gina eine Einführung verpasst? Okay. Nee, das wolltest du machen. Ja. Brauchen wir noch jemand, dass wir die Flagge nehmen, das reinstecken? Ja, wa? Ich glaube, drei brauchen wir dann, die absolute Mehrheit. Wir haben heute mal ein anderes Schiff. Wir haben heute mal was Rotes. Die Wild Rose haben wir heute. Mhm. Hast du dir den Namen ausgedacht? Nein, so heißt das Set. Oh. Wie kann ich eigentlich meinen Namen hier in-game ändern? Kann ich das hier auch unter Einstellungen, oder? Ich glaube, du musst dann nicht im Spiel sein, sondern dann halt Gameplay irgendwie und dann aber halt nicht im Spiel, sondern bevor du irgendwo reinjoinst, glaube ich. Ach so, im Hauptmenü oder wie? Ja. So, okay. Meine Crew, andere Crews? Okay. Macht euch bitte vertraut, wo jetzt alle Fässer stehen. Was? Es ist im ersten Unterdeck. Und wie viele Decks wir haben, genau. Ach genau, so. Wir haben zwei Decks. Erste Treppe runter, erstes Unterdeck, da ist alles. Und dann zweites Unterdeck, da ist nix. Da musst du aber Wasser kippen. Das ist anstrengend, weil du musst zwei Treppen laufen anstatt eine. Habt ihr jetzt schon alle Fässer hier auf der Insel gelootet, sag ich mal? Oder müssen wir noch looten? Sonja? Ich war jetzt noch nicht so weit. Michi? Geh einfach schauen. Oh Gott. Michi, du kannst das mir auch einfach beantworten. Guck nee, mal, aber ich das möchte, ist hier zum Beispiel eine schöne Insel, ja? Möchte ich noch sagen. Sind noch nicht alle Fässer gelootet. Sonja, das ist schön. Das ist schön, ja. Ja, ich weiß. Sonja, hier bei mir, kannst du hierher kommen? Ich habe hier vier Kisten, warte. Okay, Michi, hier ist auf jeden Fall viel Holz. Okay, hier ist auch viel Holz. Okay, ich habe. Das ist Gina, ich weiß, dass es Gina ist. Gina, du musst auch deinen Beitrag leisten, gell? Warte mal. Ja, mach ich doch. Ich läute die Glocke. Hier ist eine Banane und hier, also hier ist noch Obst hier in den Fässern, hier wo ich stehe, ja? Sonja, das war jetzt dein Moment, um zu sagen, aktiviert die Glocke. Achso, aktiviert die Glocke. Dann. Warte, so. Ich bin auf dem Weg zur Glocke, eine Sekunde. Wo ist die Glocke? Ah, hier. So, also unsere Mission ist jetzt, wieder Gold zu sammeln, ja? Wir als waschechte Piraten mit B, ja? Okay, jetzt müssen wir checken. Alter, was ist dann das hier? Ja, mir ist übrigens aufgefallen, wir haben nie einen Namen unserem Schiff gegeben. Wild Rose. Alena hat literally einen Namen vorhin gegeben und du hast einfach nicht zugehört. Ach so, echt, ja? Wie heißt sie denn? Oder er? Er hat sie gerade sogar schon wiederholt. Alter. Wie heißt sie denn? Wild Rose. Wilde Rose auf Englisch. Ja, danke. Oh. Bitte. Okay. Wie ich einfach nicht draufspielen kann. So. Okay, hier geht's rund. Okay. So. Okay. Vier Kanonen, ja? Pro Seite. Ja. Sind 80 Leute. So, ne? Machst du die Einführung oder soll ich das jetzt schnell machen, damit wir auch anfangen können? Weil wir haben wegen mir viel Zeit verloren. Alles klar, alles mach gut. Du die Einführung. Wir haben eine Seefahrt gestartet. Jetzt nochmal für alle mit Q und Leertaste haben wir, oh mein Gott, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 haben wir. 5 Missionen. Also die goldene, ne? Ja. Jetzt muss ich gucken, wo ist die Seekarte unterdeckt, ne? Erstes. Ja, hier. Ja, jetzt müssen wir das uns schon mal auf der Seekarte markieren, damit wir wissen, wo wir hinfahren. Wieso hat Plunder Valley eine Kajüte eine eigene? Weil ich Captain bin. Achso, ich markiere mal nicht, das können die dann machen. Entschuldigung, ich habe einen schon Gina, markiert. Sonja, wollt ihr markieren? Okay. Was markieren? Ja, wir probieren. Und zwar, du guckst jetzt erstmal, wenn du Q gedrückt hältst und dann Leertaste drückst, dann kommst du zu der Mission, die wir gerade haben. Da sind dann 1, 2, 3, 4, 5 goldene Sachen. Nehmen wir mal die erste. Siehst du direkt, die erste zum Beispiel habe ich schon markiert. Da steht nämlich drauf, der Name der Insel, das wäre in dem Fall Plunder Valley, habe ich aus Versehen schon markiert. Ah, okay. Dann würde ich sagen, gehst du auf das zweite, da siehst du einfach nur die Insel und ein X markiert. Da suchst du jetzt auf der Map die Insel, die ja dementsprechend aussieht und markieren tust du einfach mit linker Maustaste dann auf der Karte. Ich kann dir auch gern die Karte zeigen. Guck, Gina, da. Ja? Cool, okay. Aber das sieht doch gar keine so aus. Ja, du kannst auch in die Karte, du musst auf die Karte drauf mit F
und dann rumzoomen. Warte. Du kannst auch hin und her zoomen. Ich stelle mich hier direkt vor dich. Wenn du nochmal gucken möchtest, ich halte die Karte für dich. Ich bin jetzt professioneller Kartenhalter, ja? Wie komme ich denn? Wieder geradeaus vor uns ist ein Skelettschiff, allein ein großes. Ich glaube, die ist richtig. Oh, wie kann ich eine Markierung wieder wegmachen? Siehst du es? Schreiben wir nochmal drauf. Ja. Ist die richtig? Ich glaube, die ist richtig. Sie sieht richtig aus. Also, ich tut uns ja nicht, denke schon. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was die Nummer 3 ist. Ja, die kommen ist. Nicht her, aber ich sag nur, das können wir theoretisch schon fast ist machen. Auch eine Insel? Oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Kohlen wir haben, muss ich zugeben. Über 70 Stück. Wir haben 2x20 und 1x50 oder so, glaube ich. 55 okay. Und 15. Wie markiere ich nochmal A? Okay, ich hab's. Hast du schon? Okay, warte. Ja. 4. Was haben wir denn hier? Ein Text. Huch. Ein Text, was steht da? Nach Smugglers komm, Bay führt dich deine Reise. Smugglers Bay. Ja. Sonja, das heißt Smugglers Bay, das ist Englisch. Wie auch immer. So. Oh, ich sehe auch einen Dreimaster, Alena. Was haben wir jetzt? Ich hier jetzt direkt eine Galeone. Ja, in Sailor's die Richtung, wo ich Bounty. Gucke, das ist, warte mal, was ist denn das für eine Richtung? Nordwestlich, eher nördlich. Direkt neben den Steinen. Siehst du nur die Segel? Siehst du sie? Sailor's Bay war das? Links neben dem ja, Dreier. Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Das müsste eine sein, ja. Eine Spieler. Ja, und da geradeaus zu uns kommt, glaube ich, auch noch was. Ich weiß nicht, ob das Skelettschiff ist. Das sind zwei Master, glaube ich. Ist das nicht alles in der Nähe? Nee. Das ist nordwestlich. Aber die bleiben irgendwie stehen, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt ich finde, ich sehe es auch hier. Nicht. Naja, rechts neben dem Ding. Ja, ich sehe es. Ja, alles cool. Ja, wir sind ja stark heute. Oh. Wir sind stark, ja? Frauenpower, ich gehöre auch dazu. Du? Wie läuft's hier bei euch? Ja, wir suchen noch Sailor's Bay. Warte mal, ich guck nochmal, aber ich hab's 5. Warte mal. Ich bin ziemlich confident, nach dass ihr nicht Sailor's mehr als 10 Minuten Bounty, braucht. Entschuldigung, Sailor's Bounty führt dich deine Reise dort. Erwarten dich gar kostbare Preise. Sailor's Bounty. Ja, huch. Sailor Moon. Sailor Moon. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Ja, 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 ja. Oh, Michi, du bist raus. Ich glaube, die Insel gibt es nicht, die ist bestimmt untergegangen. Michi, wir haben ein 4er Reaper-Schiff. Da, links. Ah, stopp! Ja. Ja. Okay. Sicher, dass es ein 4er ist? So, wir haben jetzt alle gemarkert. Ja, ein 4er und ein 1er. Ne, ein 5er und ein 1er. Achso, die Flagge meinst du, ja. Ja. Direkt neben unserer Insel natürlich. Was ist ja, das, natürlich. Böse Menschen? Ja, das ist das, wo wir uns gestern den ganzen Tag gejagt haben. Erinnere dich. Ich erinnere mich ganz gut. Wir haben es gut gemeistert, aber. Nun gut. Achso, wir fahren ja noch gar nicht. Wir sind dreimal drauf gegangen. Nee, also wir fahren drauf gegangen. Der Anker ist schon gesetzt. Das kann richtig sein, oder? Okay. So. Also Plunder Valley. Plunder Valley habe ich gemacht, ja. Wo müssen wir dann hin? Richtung? So, bitte Segel setzen. Okay. Ja, wo sind die? Oh, ja, die sind da weißt oben. Weißt du, wie Gina man Segel setzt? Ich glaube, die bekämpfen sich gegenseitig. In dem einen Knoten einfach, oder? Ja. Genau, warte, guck mal hier. Jeder von euch übernimmt bitte ein Segel. Michi, du das hinterste. Ja, warte, diese Rolle hier, mit der Rolle kannst du links und rechts die Segel setzen. Also sprich, nach links oder rechts drehen. Und dieses Ding hier, und also nur das eine Seil, da lässt du das Segel runter. So. Macht euch schon mal aus, wer welches Segel macht. Dann ich mach vorne. Immer zu den gleichen. Okay, dann macht Gina mit. Ich bin an irgendeinem. Ja. Oder Michi, möchtest du vorne für den Fall, dass Anker gesetzt hinten. Wird? Ich bin schon hinten. Alena hat schon gesagt, ich bin hinten. Ich mach das große Segel. So, Segel setzen alle. Okay, warte. So. Mit dem Wind, ja? Ja. Wir fahren jetzt sowieso gegen den Wind gerade. Obwohl, nee. Es geht eigentlich. Nach links, rechts meinte ich. So. Ja, ich sehe halt wirklich nichts. Es ist dunkel, gell? Nee, ist nicht dunkel. Es liegt an den Segeln. Das Segel ist aber auch dunkel. Das Segel ist auch dunkel. Ich versuche euch immer auszuhelfen mit den Segeln. Dann, so. Weil es können immer zwei gleichzeitig das benutzen. Okay. Wir fahren. Juhu! Ich weiß gar nicht, welche Richtung. Wir fahren schon richtig. Wir fahren nordöstlich. Oder, nee, nordwestlich ist es. Entschuldigung. Soll ich wieder auf den Ausguck hoch? Und kannst ausgucken? Ja? Gina? Ja? Komm mal kurz zu mir. Hier,
durch dieses Gitter kannst du auf die Karte runtergucken und da siehst du unser Schiff und wo wir gerade hinfahren zum Beispiel. Wenn du 7 drückst, hast du noch den Kompass. Wenn du so stehst wie ich, dann guckst du, die Karte zeigt immer in Richtung Norden sozusagen. Ne? Und dann kannst du da halt, du hast einen Erfolg gerade freigeschaltet, sehe ich im Companion, lol. Was? Was? Ja, die Insel geradeaus ist es, Alena. Ja, die Insel geradeaus ist gerade eine Frage, so, ist das, sind diese Steine? Ja, okay. Ja, ja. Rechts von uns ist wieder das, was wir gestern gemacht haben, Alena. Ja, das Geisterschiff, oder? Dieses Geister- die Geisterflotte. Ja. Oh. Da halten wir uns jetzt fern von. Aber ein Fort könnten wir vielleicht machen. Ja, halt zum Looten. Wir weichen vom Kurs ab. Hier gleich links von uns ist ein Fort, ne? Ist das ein Fort? Ja, ja, diese kleine Insel? Nee. Nee. Achso, du willst ein aktives machen? Ich dachte, ja, ein aktives Fort fände ich cool. Oh, ich dachte zum Looten. Aber was ist denn das hier? Diese Maus hier. So. Oh ja, rechts von uns kämpfen die gegen, gegen den Schiff. Gegen das Skelettschiff. Rechts von uns? Ja. Backbord, wenn du so möchtest. Das ist auch eine Schaluppe. Eine Schaluppe und ein Zweimaster. Meint ihr die Team? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Zweimaster jagt die Schaluppe. Komischerweise sehe ich das nicht. Fahr mal bitte links an der Insel vorbei, dass wir uns nicht direkt sehen, weil die sind rechts von uns. Das wäre sehr nett. Musst du aufpassen, dass du nicht gegen Steine bretterst. Bin ich jetzt blind? Wieso seht ihr das und ich sehe nichts? Oder bin ich blind? Ja. Gern geschehen. Okay. Guck mal, Sonja, ich bin nicht mal oben auf dem Mast und sehe es. Alter, diese Maus, was ist denn los hier? Bräuchten wir eigentlich die Flucht der Karibik-Musik. Gina, du kannst mir vorne sagen, wie nah ich bin. Ja, als... Weil ich sehe von hinten nichts. Was ist denn das? Ist das ein halb... Kann man da runterfallen? Schiff? Ja. Hier links? Oh, okay. Thunder Valley. Ja. Wenn du aus dem Schiff fällst, ist es nicht ganz so schlimm, Gina. Du bist halt weg. Okay. Gern geschehen. Vorderes Segel hoch, bitte. Ich komme. Und ich würde sagen, hinteres auch, oder? Ja, ich mach's hintere hoch. Oder, nee, lass das hintere unten, ich mach das mittlere hoch, dann sehe ich was. Das mittlere, ja. Das vordere auf jeden Fall hoch, ja? Vordere und mittlere hoch, bitte. Super, danke. Der Nachteil bei diesem großen Schiff, ja, ist, dass wir auch besser gesehen werden, ne? Ja, nicht nur das, sondern das ist, es ist auch mega unhandlich zu steuern. Ja. Wir sind halt jetzt nicht mehr klein und wendig. Ja, aber sobald wir im Wind sind, sind wir fucking schnell. Also im Wind sind wir mega schnell, einfach wieder, weil drei fucking Segel. Naja, und die Segel sind ja doppelt sogar. Also, ne? Sind ja oben und unten. Das ist korrekt, sondern es sind drei Segel. Ja, und zusätzlich hier noch oben und unten. Und Gina, was ganz wichtig ist, wenn du Segel hoch machst, immer gucken, dass es halt wirklich auch ganz oben ist. Wenn es nur ein ganz bisschen unten ist und wir den Anker halt noch nicht runter gemacht haben, dann segeln wir halt ganz langsam weiter. Und wenn wir auf der Insel sind und den Anker nicht runter machen, dann haut das Schiff einfach ab. Okay. Alles schon passiert, glaub mir. Segel hoch. Ja. Und am Anker bereit sein, bitte. Jawohl. Sag wann. Okay, und... Oh. Ja. Ankern. Einfach F drücken. Ja, ich muss ja halten. Anker. Du musst nicht halten, oder? Doch, ich doch, muss ein halten. Bisschen. Ja, doch, Tatsache. Okay, viel Spaß so. Auf der Insel. Und okay, was sind wir denn jetzt hier? Nummer 1, ja? Thunder Valley, ja. Ups, nicht Banane, warte mal. Okay. Was muss ich jetzt machen? Wir müssen jetzt auf die Karte, also hier auf die Missionskarte Nummer 1 gucken. So, gucken. Warte, ja, Gina, nimm mal die Kiste. So, willst du das Geheimnis von der steinernen... Warte, ich höre links, oh. Viecher. Ja, sind da gespawnt. Und... Oh! Jetzt ist aber... Menschens. Danke, Michi. Wow. Gern geschehen. Kannst du mir die Kiste weiter nach links machen, dann schließe ich sie hoch. Danke. Oh! Geil. Der Baum explodiert. Ups, ja. Ich bin tot. Warte, ich komm zu euch. Hast du gerade auf ihn geschossen, Gina? Nee, ich hab ihn mit dem Schwert angegriffen. Auch nicht.
hab grad nur eine Kiste gesehen und wollte wegrennen. Alter, was? Was ist hier los? Alena, nein, ich wusste es eher. So. Au! Warte. Warum bin ich schon wieder tot? Warte, ich hab dich. Nein, habt ihr was zu essen mitgenommen? Ja, wir haben was zu essen. Also ich hab was zu essen. Aber Tina auch stirbt. Was zu essen. Alter, ihr seid beide tot. Ja, wir sind ihr seid schon tot? Zweimal gestorben. Ah, cool, du schwebst da ja hoch. Ja. Jetzt ist bei mir schwarz. Ja, jetzt bist du im Reich der Toten. Ist nicht so schlimm, du spawnst danach gleich auf dem Stift. Jetzt bist du bei Davy Jones. Alter. Nice. Alter, das... Was denn? Das gibt's doch gar nicht. Versuch mal zu warum können wir nicht mit dem Schiff fahren? Das ist viel cooler. Ja, ich bin auch tot. Was ist denn? Sterbt ihr denn alle? Was ist denn mit euch los? Michi, bist du schon wieder nur auf dem Schiff? Ich bin am Ausladen. Oh. Ich kann vielleicht einen retten. Alena vielleicht. Ja, ich bin jetzt auch im Reich der Toten. Ja. Alena habe ich noch. Ja. Hey, pass Gina. Auf. Ah, cool. Hey, wir müssen jetzt warten, bis es donkt und dann geht die Tür hier auf und kommen wir wieder zurück zu den Leben. Alena? Ah, meine Tür ist offen. Meine Banane. Ach so. Oh. Ja, tschüss. Sie hat sie angenommen, ist ja eh klar. Oh. Also ihr zwei, ich finde Sonja, Gina, ihr geht jetzt zusammen auf Jagd. Genau, tut euch nochmal aufstocken mit Essen, falls ihr was verbraucht habt, und dann viel Spaß. So, jetzt warte mal. Ich habe noch eine Mission gefunden. So. Ja, aber die können wir ja machen. Ich denke, die ist für hier. Ist es auf der Insel? Nee, Mehmet's Hideaway. Haben wir jetzt, sind die Idioten weg? So, jetzt gucken wir mal. So, willst du das Geheimnis von der steinernen Signalstele? Was ist das, Signalstele? Hä? Mit Ausblick zur See gen Süden kennen, muss an diesem Ort ein Lichtlein brennen. In der steinernen Signal... Das soll bestimmt Stelle heißen. Mit Ausblick zur See gen Süden. Also wir müssen nach Süden auf jeden Fall. Mit Ausblick zur See gen Süden. Süden. Süden? Nee, wir müssen nach Süden gucken. Wir müssen nach Süden gucken. Oder? Ja, ja. Ja. Willst du das Geheimnis einer von der steinernen Signalstelle, nenne ich es jetzt mal, ja? Okay, jetzt müssen wir mal kurz checken, wo Süden erstmal ist. Ah, links Richtung? Vom Schiff. Ah, hier so. Okay. Dann müssen wir erstmal hier irgendwo hoch, denke ich. Was sind das denn? Du? Oh, wieder. Passt auf, dass ihr nicht auf die Fässer haut. Da ist nämlich zwei Fässer. Achtung, ich schieße auf den Fass. Weg. Oh. Fuck, ich bin gestorben. Ich glaube, ich war nicht weit genug weg. Ups. Wie kann ich aufhören zu brennen? Kann ich irgendwie aufhören zu brennen? Mit der Zeit aufzubrennen. Oder ins Wasser hüpfen. Da ist noch ein Fass, Achtung. Alter, zur Hölle mit euch, ihr Spinner. Entweder ins Wasser oder du hörst irgendwann auch aufzubrennen. Okay. So. Ich konnte leider nicht schnell genug zu dir, Alena, sorry. Ah, das ist gut. Okay. Hier ist eine Höhle, aber das... Sieht gefährlich aus. Steinstelle? Jetzt warte mal. Willst du das Geheimnis von der steinernen Signalstele? Stele, ja. Mit Ausblick zur See gen Süden kennen, muss an diesem Ort ein Lichtlein brennen. Also gen Süden erstmal. Das hört sich doch schon mal ein guter Plan an, oder? Na, wir müssen doch gegen Süden den Ausguck haben, sozusagen. Verstehst du? Warte. Ich hab's schon gefunden, ich mache hier aber kein Licht. Und ich gehe jetzt hier weg, damit ihr mich nicht folgen könnt. Ich hab schon gesehen, Michi. Ja? Du Nase. Nee, ich sag's nur. Warte ein Gewitter. Oh je. Das Schiff ist nicht geankert. Ich tue in der Zeit hier. Mein Fleisch. Ja, Gina. Soll ich bist schon da? Guck mal, hier sind hier Kissen, können wir die looten? Ja. Ich anker. Obwohl, lass das mal mit dem Anker noch, nee, weil. Ich bin ein bisschen paranoid. Na gut. So, was haben wir hier? Okay. War hier nicht irgendwo noch ein Schweinchen? Ich habe doch vorhin ein Schweinchen gesehen. Ich habe einen Schweinestall gefunden. Okay, wie kann man das Ding hier unten anzünden? Ihr müsst eure Lampe in der Hand halten. Und dann links und dann rechtsklick. Maustaste so, okay. Gedrückt halten, dass ihr es hochhebt. Ah ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall. Ups, nee. Sollen ja eine Signalstele, das ist immer, weißt du, wie damals Signale gemacht wurden mit Feuer. Ja, Signalstelle, Stele.
Stehle, ja, Stehle. Ja. Oh, oder ein Übersetzungsfehler. Hast du mich gerade abgefackelt, Sina? Echt jetzt? Gut gemacht. Du kannst sie wiederbeleben, indem du R auf sie drückst. Eventuell. Sabotage. Ja. Meuterei. Meuterei. Und da kommt schon wieder. Kommt wieder Spinner. Bücher. Warte mal, von wo? Von rechts. Weiß ich. Oh! Sackgesicht. Ah, das reicht. Komm. Komm her, du Spinner. Ich muss eine Banane essen. Hier ist ein Huhn. Wo ist ein Huhn? Töten und essen. Dann kotze ich doch wieder. Ja, weil es roh ist. Mitnehmen. Hier ist ein Schwein. Alena, willst du mal. Was soll ich mit Hühnern machen? Ja, ich habe hier auch irgendwo eins. Kann sie töten? Hühner kannst du hauen und die droppen dann Fleisch. Hier liegt zum Beispiel Huhnfleisch, aber das muss man erst kochen. Oh, pass auf, die sind irgendwo. So. Warte, ich. Oh, der hat eine Bombe. Weg da, Gina. Weg. In welche Richtung ist denn weg? Einfach weg von der Bombe. Super. Wo ist er denn hin mit der Bombe? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ja, du hast ja einen Spinner, Michi, an der Sack kleben. Ja? Ich finde es sehr schmeichelhaft, dass du dich um deinen Sack sorgst. Ja, siehst du mal. So. Ah, hier ist die Bombe. Achtung, Sonja. Wo war sie? Aber wenn ich jetzt auf das Essenssymbol klicke, habe ich automatisch das Hähnchen-Ding in der Hand. Du kannst auch 3 drücken. Nur. Dann switchst du zwischen deinem Essen. Oder du kannst auch Tabulator drücken, ja. Dann öffnest du dein ganzes Inventar. Genau, rohes Fleisch solltest du nicht essen, Gina. Ja. Naja. So, dann lese ich mal weiter in der Aufgabe hier. So. Lies die Karte und du wirst es sehen. An dem Höhleneingang mit Blick auf die See gegen Nordwesten sollst du stehen. Höhleneingang gegen Nordwesten. Oh ja, der Sturm kommt direkt auf uns zu. Lies die Karte und du wirst es sehen. Ich hab den Höhleneingang. Wer hat auf mich geschossen? Ja, glaub aber ich. Ist das... warte. Also der geht nach Nordwesten, der Höhleneingang. Mit Blick auf See gegen Nordwesten. Die See muss Nordwesten sein, die man dann aus dem Höhlen... Vielleicht wenn du durchlaufst auf der anderen Seite zum Beispiel. Vielleicht. Wo bist denn du? Ah ja. Ich komme. Hab ich noch Essen? Warte mal. Banane? Alena, wir haben fast 100 Holz durch diese eine Holzkiste, wo wir da bekommen haben. Achso, übrigens, du hast auch maximal nur 5 Schuss in deiner Pistole und musst sie dann wieder an einer Munitionskiste wieder aufladen. Okay. Die auf die eine haben wir zum Beispiel. Oder es gibt aber auch auf Inseln welche. Ja, jetzt gucken wir mal, wo wir hier kommen. Okay, hier ist... Pilze. Oh, kann man nicht nehmen. Okay, was? Du bist es, Alena. Hast du ein Schwein gefangen? Ja, Tatsache. Das kann man bei der Händlerin dann verkaufen. Ich will Viecher. Ja. Alter, no. Das kann man füttern. Soll ich es mit Schweinefleisch füttern? Hier sind irgendwie ganz schön viele Abzweigungen. Ja. Ich kann es leider nicht mit Schweinefleisch füttern, Alena. Geil. So, okay. Hier sind wirklich viele Abzweigungen. Oh, es regnet. Also Nordwest. Und wir laufen langsam voll. Stolberg gegen die Wand. Alter, man muss voll weit laufen, wenn man... Gesundheit. Sorry. Man muss voll weit laufen, um das Wasser rauszumachen. Was ist das? Das ich habe auch gedacht, ob es hier irgendwo vielleicht noch irgendwas Krasses gibt, aber ich... Nee, das Schiff hatte keine Fenster oder so. Was ist das denn? Ich meine jetzt auf der Insel noch. Ich habe hier... Ich flieg nicht drüber. Ich habe hier ein Skelett gefunden. Skelettarm ziehen? Hey, ich kann Skelettarme ziehen. Ja, ich auch. Dann ändert es die Sonja, ganzen Satz bilden und dann aufhören zu reden. Ja. Ja, ich kann hier auch Skelettarme. Wir müssen euch jetzt langsam beeilen, gell? Weil sonst? Fängt ein Sturm an. Laufen. Achtung! Und im Sturm ist Kacke. Oh, scheiße. Oh. Das regnet eh, also ihr geht eher aus. Du brennst, Gina. Ja? Ich esse mal Granatapfel. So, okay, wie war das gegen Nordwesten? Warte mal, 8. So. Nordwest, also eigentlich in die Richtung hier so. Guck mal, war hier nicht auch noch ein Eingang? Huch. Hier so lang? Ja, rechts, links, rechts. Rechts, links. Links, rechts.
Okay, der... Wasserfall! Wasserfall. Warte mal, Ortgern Nordwesten. Warum dreht mein... Ihr könnt übrigens vom Blitz getroffen werden. Wie jetzt? Nur, dass ihr Bescheid... Ja. Aber... Okay, ja. Ich bin auch gar nicht der höchste Punkt, das ist sehr unrealistisch. Ich wurde auch getroffen. Gut, dass ich es gesagt habe, gell? Okay, okay, jetzt, warte mal. Was müssen wir tun? Ich habe noch Kugeln, aber ich habe auch ein gebrochenes Bein. Also wir schauen jetzt nach Nordwesten. Ja, warte mal, ich guck mal auf die Karte. Eins, so. Hier ist die Karte und du wirst sehen, an dem Höhleneingang mit Blick auf die See gegen Nordwesten sollst du stehen. Habt ihr gehört, was du machen musst? Ich? Nicht die Karte? Nicht die Karte? Heißt Rechtsklick-Karte. An dem Punkt, in dem Linksklick, du sollst sie richtig lesen. Ja, ja. Rechtsklick. Doch halten, oder? Aber ich, Rechtsklick ich, ist, du zeigst dir den anderen. Dann ist es der falsche Höhlenausgang, weil... Ja, Linksklick, das war. Ich finde nicht mal das richtige Rätsel. Das erste. Also die Nummer 1. Du musst nur wissen, du bist auf Plunder Valley. Lies die Karte und du wirst sehen, an dem Höhleneingang mit Blick auf die See gegen Nordwesten sollst du stehen. Das war doch der einzige Höhleneingang, oder nicht? Habt ihr geguckt, ob es mehrere Höhlen gibt? Nö. Ja. Was sagst du, Alena? Ich hab mir selbst versprochen, dass ich diese Folge nicht so viel ausraste, Sonja, und du regst mich jetzt schon auf. Keine Ahnung, wenn nicht, auf der anderen Seite probieren, dann ist halt der Höheneingang gegen Nordwesten. Anstatt der Blick. Okay, warte, ich gehe mal jetzt. Ich geh mal komplett raus aus dem Haus hier, aus der Höhle. Und lauf jetzt mal. Oh, Entschuldigung. Die rastet aus hier. Schießt wild um sich. So, ich laufe jetzt mal hier hoch. Lies die Karte und du wirst sehen. Ja. An dem Höhleneingang mit Blick auf die See gen Nordwesten sollst du stehen. Ja. Das ist richtig, Michael. Vielleicht gibt's noch einen. Hä? Vielleicht gibt's ja dann noch einen. Danke. Diese Blick gegen Nordwesten kann überall auf der Insel sein. Ja, richtig. Ja, wir hatten auch schon Riddle, da hieß es, es ist irgendwas am Strand, aber es war überhaupt nicht am Strand. Ja. Einfach mit der Karte, dann so durch die Insel laufen. Auslegungssache. Komm, Viecher. Gina? Nö. Also nicht bei mir. Aber bei mir! Oh, nein! Lasst mich hier in Ruhe, ihr Pferd. Oh, es sind es viele. Ich muss essen. Ich brauche meine Banane. Oh, ich bin tot. Was? Na! Lasst mich hier in Ruhe, ihr Spinner. Warte, ich versuche dich aufzuheben. Warte mal. Bitte entgleite mir nicht deine Seele. Und sie entgleitet mir. Oh, ich hänge am Stein. Weg. Oh. Lasst mich in Ruhe, ihr Spinner. Yay, ich habe Belohnung erhalten. Kackspasten, ey. Dark Souls Feeling. Und ich triff nicht. Wer hat's gefunden? Ich hab's gefunden, ich bin einfach die Höhle entlang gerannt. Ja, war es jetzt eigentlich die gleiche Höhle? Oder? Nö. Also ja, die gleiche Höhle, aber keine Ahnung. Was? Ach, der Blitz hat mich jetzt getroffen, der sagt, anstatt die Skelette mal zu erwischen. Was soll denn das? So, ich bin jetzt da. Da kommen Dudes, ne? Dudes? Ja, aber irgendwie habe ich falsch gegraben. Boah, das ist safe der Vogelschrein. Warte mal. Ja, geht das hier? Ich glaube, der Sturm wird langsam weniger. Gut, wir gehen ja jetzt eh. So, ich komme. Das ist doch ein Vogelschrein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das sieht ganz gut aus. Nein! Wieso? Wie die immer... Was machst du denn die ganze Zeit?
ich komme auf die Insel und werde gleich wieder, ouch, angegriffen hier von diesen Spinnern. Und erschossen. Ja? Wo ist der? Attack. Herr, du, lauf doch nicht weg. Oh. Wo ist er denn? Doch gar nicht. Hä, wieso habe ich hier? Es scheint nicht der Vogelschrein zu sein, das kann nicht sein. Irgendwie na. So. Hm. Okay, das war jetzt die Höhle hier, oder was ist das? Nein, hier ist ein Vogelschrein. Ja. Und am Vogelschrein, scheinbar oder was? Auch nicht. Warte mal. Ich kann den unteren Text nicht lesen, weil bei mir da steht, geh an Bord deines Schiffes, um die Seefahrt vorzuschlagen, die du gekauft hast. Was? Das kann ich den unteren Text nicht lesen. Der riesige Vogelschrein verbirgt einen kostbaren Fund, gerade nach sechs Du Schritten kannst halt wirklich kurz zum Schiff kommen und die kurz auf den Tisch legen und dann, weißt du, deine Seefahrt vorschlagen, weil so, dann geht der Text weg. Das ist halt dieses Anfangstutorial. Oh, ich habe aus Versehen Maden gegessen, das ist nicht gut, oder? Doch. Es ist sehr, okay. Ne, wie war das? Schleimig, aber vitaminreich. Hey, hier kommen aber auch überall Gegner, das muss doch der Vogelschrein sein. Eins, zwei. Ja, der Alter. Kartentisch ist da oben im Ding. Oben. In der Kapitänskajüte hier. Da, wie viel. Hier. Oh, du kotzt. Ja, ich glaube, die Maden waren nicht so gut. Genau, da kannst du Mission vorschlagen mit F. So. Du befindest dich bereits auf einer aktiven Seefahrt. Okay, was? Was? Oh wow. Kann ich mal sagen. Was war. Bist du tot, Alena? Auch? Ja. Was hat uns zerstört? Der Blitz, ne? Ja, safe. So. Das Licht vom Blitz ist übrigens niemand. So grellweiß. Danke, Michi. Danke. Okay, das hier ist scheinbar nicht der Vogelschrein. Ich such weiter. Aber wo war denn die Höhle, wo du rausgekommen bist? Das keine da Ahnung von ja. Wie keine Ahnung? Da sein. Du warst doch da. Ich bin ja wieder weggerannt. Ich habe ja nicht den Kompass benutzen können, weil der nicht funktioniert. Ja, aber erinnert dich, wo du standest. Warum? Ja, weil das doch von da aus dann weitergeht, oder nicht? Nein, das sind komplett unabhängige Rätsel. Es geht ja nur auf die Insel. Jetzt such nach einem Vogelschrein. Einen riesigen Vogelschrein. Ein riesiger Vogelschrein. Okay, einen wissen wir, wo der jetzt ist. Geh mal hier durch die Höhle. Aber irgendwie funktioniert es dort nicht. Was ist das hier? Alter, der Sturm soll mal vorüberziehen. Holy shit, das dauert ja ewig. Echt so. Oh, nicht schon wieder. Alter. Das kann doch nicht sein, dass hier tausend von diesen Kackviechern. Oh. Hier ist ein halb versunkenes Schiff, ein Wrack. Oh. Dieser Blitz. Alter, hier sind tausend Bäume. Und der Blitz knallt mich hier weg, ja? Was soll denn das? Ja, weil du halt zu lange im Offenen stehst. Dann hör halt auf damit. Was? Sonja, du weißt schon, dass bei einem Gewitter es keine gute Idee ist, neben einem Baum zu stehen. Doch. Der Baum schützt doch ein. Ja, wenn der Blitz auf den Baum einschlägt und dann auf dich überschlägt, das ist eine sehr, sehr schlaue Idee. Aber es ist auch eine ganz schlaue Idee, als einziges Ziel im Flachland rumzugehen. Ich hab den Vogelschrein. Wo bist du? Ja, deswegen Alter. Legt man sich auch flach auf den Boden. Wie bist du denn da hochgekommen jetzt? Über? Keine Ahnung, aber ich sehe keinen. Ich sehe nicht, wo sie ist. Ich finde es so erstaunlich, wie Alena keine Ahnung hat, wie sie wo irgendwo. Sie läuft einfach. Ja, ich laufe. Ganze Zeit die Insel ab, ja? Ich komme. Oh je. Oh je. Alena hat halt keinen Orientierungssinn, so wie bei Ranma der eine, Sonja, so wie ihr. Oh, scheiße. Oh. Okay, was? Sonja, kennst du Yoga noch? Ja, kenn ich Ranma. So einen Orientierungssinn hast du. Ja, das stimmt wohl. Okay, wir haben Wasser hier drin, ja? Deswegen bin ich die ganze Zeit auf dem Schiff. Du bist. Ich kümmere mich um Alena, ich komm! Du bist grundsätzlich immer nur auf dem Schiff, ja? Oder im LKW, bei Phasmophobia. Ne? Mir doch egal. Und lässt Alena und mich immer sterben. Immer. Kannst du nicht beweisen. Doch. 7 Folgen. Nee, Blitzen, 6. Ich muss mir noch ein Red Bull holen. Wenn es so weitergeht, hole ich mir noch Wodka dazu. So.
Okay. Kommt man da hoch? Ja, man kommt da hoch. Ich bin wieder vom Blitz getroffen. Irgendwas hat sich gerade aktualisiert als Skelette. Ey, ich... Warte, ich komme. Das kann nicht sein. Es ist halt, warte, wir müssen halt einfach blöd gesagt warten, bis der scheiß Sturm vorbei ist. Ja, das aber wird jetzt gerade wieder heller. Den scheiß Vogelschreien. Wie viele Vogelschreine soll es noch auf dieser Insel geben? Alter. Achtung, da ist einer mit so einer Kiste. Okay. Warte mal. Oh, was ist das denn hier? Wenn es aufhört zu regnen, komme ich dann auch dazu und dann helfe ich aufsuchen. Aber beim Regen ist halt kacke. Oh. Oh, ich sterbe gleich schon wieder. Ich habe nichts mehr zu essen. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ist das der Vogelschrein? Das ist doch der Vogelschrein. Alter. Alter. Das ist doch safe, der Vogelschrein. Alter, wo dieses... Oh nein! Sonja! 6 Schritte gehen sie durch. Werd einfach besser. Nein! Also ja, aber nein! Alter, was? Was? Hier ist ein Ausguck, hier ist Feuer. Alter, ihr. Der Decke. Steht hier nicht bei mir. Geh mal weg. Achso, der Sturm hat gerade aufgehört. Ich komme jetzt auch auf die Insel. Ah, jetzt? Ja. Sonja, es war wirklich sinnvoll, dass er dort geblieben ist. Jetzt lass ihn in Ruhe. Echt, du bist total behindert, Alter. Das Schiff hat total so lange wie er gebraucht hat, einfach runtergegangen, verstehst du? Michael. So. Ja, oben ist auch irgendwas, aber es ist nur ein Feuer, ist kein Schrein, oder? Da war, da war... Eigentlich ist ach, das was? Schwer. Bitte was, nicht. Was hast du denn gefunden? Alter. Hier oben. Von hier unten, ja. Was denn? Ja. Reh, mach einen Satz draus! Du regst mich auf! Da, wo ich stehe, wenn ich da hochgucke, ja, da ist ein riesengroßer Vogelfelsen. Ja? Wo? Da, wo wir sind? Na, ihr seid da oben, ich bin hier unten und wenn ich hier hochgucke, sieht, das ist ein Vogel. Ja, dann zähl bitte. Ich komm zu dir. Warte. Autsch. Warte, ich werd hier angeschossen. Ja, ich stürz mich immer auf. Guck. Ah, was ist denn jetzt hier? Ich will hier raus. Wo Mensch. Bist du? Hier unten. Ah, da unten. Hier unten. Und da. Oh. Wenn du hier oben nach da oben guckst, schau sie das an. Ja? Oha. Siehst du es? Da weiß ist ein. Ich weiß nicht, ob das als Vogelschreien zählt. Ja? Jo, wie soll man das denn machen? Wo kommen wir hier denn runter? Was ist denn das? Also, du Spinner, lass mich in Ruhe, oh fuck, ne? Ich bin runtergefahren. Gina, du, da wo du bist, auf der Höhe, müsstest du bleiben, glaube ich. Ah, der Riesenvogel. Der ganze Berg. Warte. Aha. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich erkenne einen Vogel, ja. Versuch mal von da aus dann zu zählen. Du musst mir nur noch mal sagen, in welche Richtung, ich kann den Text nicht lesen. Warte, ich guck mal. Südwesten, 6 Schritte. Und ich muss erstmal die Typen hier, glaube ich, umbringen. Okay, hey, Ich hab keinen Bock mehr. Du hast die Quest ausgesucht. Hast du gefunden? Hast du es gerade gefunden? Nee. Südwesten. 6 Schritte, ne? Südwesten, da laufe ich auf den Kopf von dem Viech drauf, ne? Ach so. Kannst du da graben? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Oder von da aus? Stein, aber. Warte mal. Nee. Hä, aber ich kann ja auch nicht hier unten stehen und dann südwestlich gucken. Aua, Mann! Sonja! Psst. Nee. Junge, ich check das Game nicht. Wirklich nicht. Wie sei einfach nur fucking retarded mal wieder. Wieso? Der riesige Vogelschrein. Das kann doch nicht der Berg sein, oder? Ich weiß es nicht. Also, sieht ja, aber, aus wie ein Vogel. Wie tut man von ihm das halt messen, weiß ich? Ich meine so. Ich war ja gerade unten und hab's versucht, aber irgendwie ging es nicht so gut. Ich bräuchte zumindest unten einen Bezugspunkt oder so. Sucht einfach weiter. Na, irgendwas, was Schreien, Vogel sagt und dann von da ausgraben. Hab zwar schon 10 Sachen davon abgegraben, aber irgendwie war es das noch nicht. Irgendwas machen wir falsch. Oder können in den Höhlen selber vielleicht auch. Ja, ja natürlich. Natürlich. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr alle Höhlen schon kontrolliert habt. Nee. Oh. Nee. Können wir uns nicht ausmachen, dass wir nicht mehr von irgendwas ausgehen, sondern immer sagen? Ja? Michi?
Michi. Hä, was denn jetzt mit mir? Einfach ich bin halt davon ausgegangen, dass ihr nicht retarded seid. Das war halt zu viel verlangt. Blöd, Mann. Ja, aber es ist wahr. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt ein Vogelschrein im Scheiße. Ich glaube schon, Tatsache. Hinter ist keiner. Och. Ich such's jetzt an dem hier noch mal zum 10. Mal. Okay, ich bin's ja. Oh mein Gott, ich hab hier einen Vogelschrein in der Hülle. Warte mal. Was war's? Das ist bestimmt der 6. Schritte Richtung Südwesten. Ah, Südwesten. Ja. Die Nummer 8. Ich will die Nummer 8. So. Oh mein Gott, das kann sogar sein. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hast du im Kompass Schritte gezählt? Ja, ich muss doch laufen, oder nicht? Und dann... Du nimmst den Kompass in die Hand. Ja? Und dann drückst du linke Maustaste. Und wenn du dann läufst, macht er langsame Schritte, die man gut zählen kann. Ach so, okay. Nee, das habe ich nicht so gemacht. Warte mal. Nummer 8. Also Südwest. So. Und dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay, dann bin ich ja natürlich näher dran. 5. Tada. Oh. Oh nein! Oh Gott! Ja, es spawnt Skelette, by the way. Ich hänge! Ich kann nicht mehr! Ich bin tot! Warum laufe ich denn so langsam? Warum? Oh. Wo bist du denn verreckt? Ist jemand bei dir in der Nähe? In der Höhle. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg nehme. Ah. Oh. Chaka. Alter, wo ist denn hier? Also, es ist halt im Vogelschrein. Holy shit. So, jetzt haben wir die Quest erfüllt, oder? Richtig? Ich hätte es gerne nochmal gerade... Wo komme ich denn hier raus? Warte, folge mir. Folgen Sie mir. Na dann. C'est moi. Folge mich. Erinner dich. Gesundheit. Ich spreche kein Parisisch. Ich spreche kein Baguette. Ich spreche kein Baguette. Oh. L'état, c'est moi. So, das ist einfach nur ein Stück. Da waren zwei. So, ich pisse uns direkt geradeaus. So. Zum Sturm natürlich, wo auch sonst hin. Wir müssen jetzt zur nächsten Wo stelle ich die jetzt hin? Ganz unten. Oder in die Kajüte? Nein, in die Kajüte. Dann. Meinst du, das ist nicht ein bisschen offensichtlich? Ja, hier so in die Ecke zum Beispiel. Ja, oder aufs Bett hier. Ja, wenn wir es halt zu weit unten haben, dann weißt du, wie lange wir laufen müssen, wenn wir verkaufen gehen? Das ist, X wie, ist hinstellen. China. Nein. Nein. Du kannst es dir auch umbinden auf E, weil E sind nur solche, sowas hier, so Müll. Wenn es dir einfacher ist. Guck mal, ob das Ruder gerade ist, Alina. Weil der Sturm hat es wahrscheinlich hin und her gemacht. Ja, sollte eigentlich gerade sein. Helft ihr bitte beim Anker? Hi. Und dann Segel setzen. Ab ins Ghetto. Wisst ihr noch, welche Segel euch gehören? Ja. Vorne, Junge. Achso, mit dem Flow. So. Das vordere ist natürlich nicht gesetzt von mir. Oh. Was war das? Ein Loch. wir sind halt, das Schiff liegt halt auch viel tiefer im Wasser als die anderen, weißt du? Ach was. Und wir waren jetzt ziemlich nah an der Sandbank. So, Alena. So, ich brauche eine Angabe, wohin? Warte, wo ist die Karte? Der Kompass, Sonja. LOL, Freunde, alle an Deck nach rechts gucken. Warte, okay, was? Nach rechts? Was ist das denn? Das ist das ein Wirbelsturm? Ein Wirbelsturm! Oh, Alter, nein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nie gesehen. Das ist safe mit dem neuen Update. Oh bitte, da fahren wir jetzt nicht hin, ne? Sonja, du hast nicht gesagt, wohin es geht. Na, jetzt... Der Kompass ist rechts an der Karte. Geradezu. Nee, geradezu ist falsch. Dann guck auf die Karte. Sag links. Von der Karte. Michi! Ich brauche eine Himmelsrichtung. Ja, warte. Der Michi. Deswegen sage ich es dir, Sonja, du solltest lernen. Nord, West, so bis. Also, oh, jetzt. Ja, Nord, 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 West, so dazwischen. So.
War das jetzt so schwer? Ja. Ich merke. Wanderer's Refuge. Gina, nicht nur zugucken, ich sehe das. So. Hey, bei mir kommen gerade voll viele Nachrichten. Was? Ja, so die ganze Zeit so unten so Bannerzeugs, bis ich irgendwelches Zeug bekomme. Oh, ich mach das Zinterer auch hoch, Alena. Mich voll. Wir sind ein bisschen schnell, habe ich das Gefühl. Ja. Ist das schon die Insel? Ja, das ist die Insel schon. Ja. Bisschen geht das immer so schnell? Nach rechts, Alena. Nee, es geht nicht. Guck am besten auf die Karte, weil das ist jetzt warte. Hier die... Anka reinmachen, bitte. Was? Anka. Oh, jetzt. Noch nicht ankern. Anka bereit machen, Sonja! Ja. Alter. Also pass auf, du laufst gleich auf, Alena, du musst weiter rechts. Dann sagt... Ja. Gut, dann ankern. Okay. So. Nein. U-Tech so, jetzt look. Bei euch beide, ihr habt die Karte. Wir haben die Karte und da ist ein X. Du weißt, genau, geht erstmal unten zur Karte vom Schiff, zur Seekarte und guckt erstmal, wo unser Schiff gerade ist. Dann könnt ihr euch nämlich orientieren, sobald ihr die Insel betretet. Ja, ich weiß schon, wo wir sind. Oh, ist ja, wir sind hier unten. Aber auch. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Also hier gleich müsste es sein. Hier so. Würde ich einfach mal behaupten. Warte mal. Fünf. Ja, ist es schon. Stark. Ja. Yay! Das ist jetzt der Ausgleich, weil wir so lange fürs erste Rätsel ist mir sehr recht. Das Spiel hat Mitleid. Das Spiel hat... Dieser Sturm sieht halt schon heftig aus, Alena. Ja, gell? Sieht überkrass, ich will ist hinfahren. Ja. Das ist safe irgendeine Story-Mission. Böse. Oh shit. Ah, fick die Hände. Hier, what? Auch wieder zur anderen Truhe. Ja, alle Truhen zusammen. Ah, danke, dass du mir hilfst, Alena. Bitte. Immer diese gruselige Musik dabei. So. Du kannst die Truhen auch ineinander machen, weißt du? Dann sieht es nicht so voll aus. So, theoretisch. Sollen wir nicht eigentlich noch mal wieder ein paar Ressourcen oder looten? Wir haben ja nichts verbraucht, Sonja. Wir haben noch keine Seeschlachten gehabt, wir sind noch nicht draufgegangen. Ja, man muss ja eigentlich auch, man muss ja immer trotzdem sein. Sonja, Navigation, nächste Insel, Navigation. Moment. Vergiss nicht von den Inseln, wo wir schon waren, die Navigation wegzumachen, weil sonst verwirrt es dich, 100%. Warte doch mal bitte, Michi. Okay, was? Warte. Ja. Rechts von uns ist ein Zweimaster. Warte mal. Rechts von uns ist Himmelsrichtung Ost, Südost. Eher Südost. I see. Ich weiß aber nicht, es ist glaube ich kein. Ja, ich glaube, es ist kein Piratenschiff. Lone Grove? Oh, das ist aber dann weit. Warte mal. Was ist denn das nächste? Ja, das Lone Grove. Also Mission Nummer 3 nenne ich das jetzt mal. Ja, ist die Lone Grove. Cove, oder? Cove, meinte ich doch. Was habe ich gesagt? Grove. Ja, Angel Grove. Unwichtig, Sonja, also, wohin soll ich gehen? Himmelsrichtung? Jetzt. Himmelsrichtung. Jung. Warte. Ich mache das hintere Segel ganz leicht Nord, runter, dass wir Nord, ja. Also Richtung Norden auf jeden Fall. Leicht nordöstlich. Ja, also so. Nordost, alles klar. Nordost. Okay, Segel kommt da eine Insel offen. Dazwischen oder ist die direkt die nächste? Nee, da kommt eine Insel dazwischen. Da müssen wir vorbei und da kommt noch eine kleinere und danach. Okay, Segel setzen bitte. Ja, jetzt muss ich erstmal hoch, ne? So. Ach, da bin ich ja schon. Warte mal. Ach, die sind ich glaube, man kann die Segel noch leicht einstellen, wenn ihr das möchtet. Meiner ist eigentlich gut, wir sind voll im Wind. Da kommen gar keine Inseln dazwischen, wenn wir richtig fahren. Sonja. Michi. Du bist der Navigator. Hä, wieso? Ich hab doch geguckt, da sind doch ein paar. Guck doch mal bitte. Guck mal doch dahin. Ja? Ja, aber dazwischen meinte Alena, dass wir da reinfahren in die Inseln. Ach so, das muss. Nee. Dann sag das. Ja, das ist wichtig für Alena, dass wir nicht auflaufen. Ja, sie hat gefragt, ob da Inseln dazwischen kommen und wir fahren an welchen vorbei. Das ist schon richtig. Ja? Will ich immer bis vor und hinten kommen oder ob ich direkt zusteuern kann. Ach so. Weißt du, so wie jetzt, guck mal nach vorne, Sonja, was würde deine Einschätzung als Navigator sagen, was Alena jetzt machen sollte?
nach vorne, hier ist hinten das Schiff, du Depp. da ist ein Schiff wieder vor uns. Wie? Es ja? ist ein Zweimaster. Ja. Geradeaus zu, seht ihr das nicht? Scheiße, doch, ja. Hinter dem Stein gerade. Ich geh mal hoch. Ich hol einen Sniper. Warte mal. Kugeln laden, Kugeln laden. Gina, Freunde. Komm mit, wir holen Kugeln. Alle Kugeln holen. Warte. Die machen wir jetzt platt, oder? Nee. Ja. Oh, oder Holz. Kugeln wenn und sie Holz, uns, bitte. Wenn sie uns angreifen, dann ja. Aber so wie es scheint, kommen sie nicht direkt auf uns zu. Ja, wir gucken. So. Sie sind hinter der Insel verschwunden gerade. Scheiße. Wir halten uns die Möglichkeiten bereit, wir müssen halt Kugeln. Auch. Was sind die leuchtenden Kugeln? Sind die gut? Erstmal nicht. Nur die normale leuchtenden Kugeln sind Spezialmunition. Vor uns ist gerade nichts, Alena. Du kannst geradeaus jetzt machen. Das ist doch ein Stein, oder? Nee, wenn du gerade machst, dann nicht mehr. Dann müssen wir dran vorbei. Obwohl, jetzt nicht mehr. Jetzt mussten wir ein bisschen rechts anschauen. Ja, ich glaube, ich muss mal ein Stück weiter nach Norden. Deswegen fahren wir da jetzt durch. Du erkennst auch, wenn die Kanonen geladen sind, an diesem Schniepel, was da oben rausragt. Oh, da kommt Loot oder ein Schiff, frag mich. Siehst du ja, ich sehe es Loot. Loot. Ich treffe nicht, ich bin Hu. Oh. Soll mir ankern? Ich habe ein Fass erwischt. Mehr nicht. Mach mal das Fass leer. Dabei. Das Schiff ist rechts da von ist uns. Jetzt noch die, da sind Planken drin, die krieg ich nicht. Ja, dann mach dich leer mit den Planken. Das Schiff hat uns nicht gesehen, wir ignorieren. Okay, super. Warte mal. Naja, geladen ist es jetzt. Ah, Mann. Ah, genau. Könnt ihr bitte alle Kanonen laden? Die sind schon geladen. Sind alle geladen. Die sind schon. Da ist ein Stein links. Rechts, das habe ich nicht gesehen. Der ist nicht so schlimm, du fährst Eva dann vorbei, deswegen habe ich nichts gesagt, Alena. Alles gut. Müsste die Insel vor uns sein, oder? Sonja, Navigator. Warte. Sonja, wir haben keine Zeit, du musst es nur sagen. Sonst fahren wir vorbei. Regst mich auf, ich soll hier alles entfernen? Ja, geradezu. Ja? Perfekt. Geradezu die Insel, die größer, nix, größere Insel links. So. so. ja. Was wollte ich denn jetzt? Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Oh Mann. Sonja, Multitasking. Das geht nicht, Michi. Sonja, der Druck will steigen. Er steigt und steigt und steigt. Was machst du? Ich habe in der Hand Steuerkugel. Was? Ich was erzähl ich hier, Michi? Steuerkugel. Vorderes Segel, mittleres Segel auf Hälfte, würde ich mal sagen. Was, bitte? Vorderes und mittleres Segel auf Hälfte. Ah. Nein. Ich sehe nicht, ob es Hälfte ist. Hast du nicht erst vorderes und hinteres gesagt? Beides auf Hälfte, bitte. Nur auf Hälfte. Ja, als mittlere nicht. So. Doch. Gut. Wo ist denn jetzt? Die Kiste hängt noch, okay. So. Ja, wir sind voll im Möhre im Gegenwind. Okay, jetzt ist da noch eine Kokosnuss drin. Eine ganze Kokosnuss ist noch in der Kiste. Ja gut, ihr könnt die Segel wieder runter machen, sonst kommen wir nicht voran, glaube ich. Oh. Doch, wir kommen voran. Wir sind ja auch schon relativ nah, das passt schon. Ja, es kommt mir vor, als wären wir so richtig langsam. Es liegt am Schiff und dem Wellengang. Mach dir keine Gedanken, ich will nicht zu schnell an die Insel ran. Ja, wir sind ja schon relativ nah. Ja, das ist wahr. Okay, dann kann ich wieder mein Arsenal switchen. So. Ich find's krass, was machst denn du immer mit deinem Arsenal? Die Sonja bereitet sich halt schon vor und dann, wenn es dann soweit ist, dann ist sie trotzdem nicht bereit. Das ist wohl wahr. Ich mach das mittlere Segel mal komplett hoch. Ja, Gina ist dran, glaube ich, oder? Okay. Wir sind beide dran. Ja, ich mach so. Es geht schneller, wenn wir es zu zweit machen, tatsächlich. Jetzt habt ihr es runtergemacht. Ich hab's nicht runtergemacht. Was sollen wir tun? Ich auch nicht. Hoch, alle, vorder Segel hoch, bitte. Ganz hoch. Vordere Segel hoch, ja. Bleib am Anker, Sonja, aber noch nicht ankern, sondern bleib da, bis Alena was sagt. Ich mach das hintere Segel. Ich würde jetzt schon fast. Das sind ja jetzt schon Skelette. Oder? Ja, hinteres Segel kannst du hochmachen. Ja, ich hätte hier rechts ein bisschen. Na egal. Und ist gut. Wenn wir so stehen bleiben, dann können wir den Loot hochschießen mit den Harpunen. Na dann, Anker bitte. Anker kommt. So, jetzt gucke ich noch auf die Karte. Warte mal. Und das ist klar, das X ist relativ mittig, ja? Gesundheit. So, jetzt müssen wir mal kurz checken, die Lage. Gesundheit. Gesundheit. Irgendwo da so. Du musst erstmal wissen, wo du bist mit dem Schiff, Sonja. Ja, jetzt warte doch mal, Michi. Nimm die Karte mit und geh runter und das ist doch nicht schwer. Ja, Michi. Sonja, erinnere dich, alles was ich dir gesagt habe, hat bis jetzt gestimmt. Ist das ein Captain, Alena, da unten? Ja, das ist ein Captain. Kommt da jetzt schon wieder ein Sturm? Was sind das für Wolken? Das
Das möchte ich nicht. Ja, aber kann sein, dass das der von Fohlen ist. Da ist eine Kiste, die leuchtet. Oh, sehr gut. Hier ist ein Captain, Alena, ich mach ihn tot. Nee, was ist denn? Nee, kann Schatzkarte. Was ist? Meerjungfrau Saphir. Ich nehme den mal mit, wa? Ja. So. Leuchtet immer noch. Achtung, hinter euch, Fass. Alena, hinter dir, Fass. Renn weg, ich schieß drauf. Alter, hier ist eine Schlange. Uiuiui, uiuiui, hier ist ganz schön viel los. Schädel und eine Quest. Ich mach den Schädel schon mal da in Position. Sonja, wir haben extra die Harpunen so gemacht, dass du das Zeug nicht rüberschleppen musst. Ja. Ja. Hast du vorhin zugehört, als ich gesagt habe, wir sind in der perfekten Position so. Darum hat Alena auch gesagt, wir ankern jetzt. Erinner dich. Ich bring trotzdem mal den Sack. Oje, ich sterbe. Oh nein. Alter, hier sind so viele Skelette. Gina, komm mal zu mir. Ja. Ja, ab. Hier, nimm das hier. So. Wie nehme ich das? Okay. Und danke. Essen. Oha, es macht ja mega viel. Ja, habe ich gekocht. Gern geschehen. Danke, danke. Was hast denn du? Gesammeltes Schweinefleisch? Unter anderem, aber es gehört mir. Hier liegt auch noch was. Ein Skelettkopf. Hier liegt noch ein Schild. Hast du den dahin gemacht? Den Skelettkopf habe ich dahin gemacht, ja. Ja, ich habe hier noch einen zweiten. Sonja, ich habe dir literally gesagt, ich habe hier so eine Dreikiste, dass du das Ding hochschießen sollst und du hast es nicht getan. Ja, oh, ein Fass. Achtung, Fass. Wo, bei mir? Ja. Komm mal weg. Oh, ich hab keine Kugeln mehr. Oh, fuck. Ah, da ist es, ja. Warte, ich mach's kaputt. Eine Sekunde. Du oder ich? Schieß halt drauf, wenn du kannst. Oh, es ist im Wasser explodiert. Hier sind irgendwie ganz komische Sachen. So. Nimm das, du Schuppen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Relativ mittig ist das jetzt gewesen. Warte mal. Wie schön das eigentlich ist alles, ne? Das ist schon klasse. So, wir haben jetzt hier in... Warte mal. Geht's um welche? Oh, zwei Fässer. Warte mal. Hier ist denn die? Muss ich selber mal gucken. Hier ist er? Ich glaube, ich hab's. Ja, du hast es. Wo bist du, Gina? Ah, in der Mitte der Insel, Sonja. Nein, oder so. Ah, ja. Hallo. Sehr gut. Wundervoll. Du hast es sogar gesagt, Sonja, in der Mitte der Insel, wo läufst du irgendwo mit? Super. So. Ich geh schon mal aufs Schiff. Warte, ich beschütze dich, Gina. Wenn ich nicht am Stein hängen bleibe. Da liegt irgendwas im Meer. Ah, das ist ein Schweinchen. Ja, dann jag es und mach's kaputt. Können die in der Insel noch looten, bitte? Ja. So, Michi, ich komme. Alter, mein Aim ist gar nicht mehr scheiße. Hier. Oh, was ist das da vorne, was ich da sehe? Da kommt ein Piratenschiff. Nein. Ein Skelettschiff. Sollte ich spielen Piratenspiel? Achso, ich soll dich hochschießen, sag doch was. Ich hab doch gesagt, schieß mich hoch. Ja. Okay. Müssen wir die jetzt angreifen? Können Sie lass uns die angreifen, oder? Nein, also Anker hoch. Warte. Habt ihr eigentlich alle Kugeln? Warte, das bedeutet jetzt sofort, Sonja. Was brauchen wir? Den fucking Anker! Ja, ihr seid doch schon zu dritt. Achso, ich geht zu viert sogar. Okay. Du warst so spät, dass du nicht mehr ran konntest. So, Kugeln nehmen 10 Stück. So, wir machen nur das hintere Segel mal runter, dass wir schön langsam sind. Ja, ich muss runter. Aber wir haben eh Gegenwind. So, was müssen wir so, richtet jetzt euch an die linken Kanonen. Feinde? Oder was? Machen wir Feinde? Ja. Guck geradeaus. Sonja, was ist das? Siehst du das, was ich sehe? Das andere geradeaus. Literally vorne am Schiff. Warte mal. Oh, ich hänge. Du mal nach hinten? Ah, stimmt. Sonja, fucking retarded ist alle. Alle, ich krieg die Krise. Ich hab mir echt vorgenommen, nicht auszulassen dieses Mal, aber es ist mir sehr schwer. Ich mag das gerne. Warte doch mal. Ich bin doch nicht instructed hier, weil. Ja, Zeit, es geht relativ langsam. Okay, gut. Siehst du, ich muss doch mein Arsenal hier pimpen. Das hab ich musst ja du nicht.
Muss ich nicht? Wirklich nicht. Na gut. Nein, was machst du mit deinem Arsenal? Wir kämpfen gegen ein Schiff, Sonja! Entschuldigung. Gina, du bist dran. Ja. Gina, du bist dran. Tackle! Michi, ich dreh uns gleich mal, dann könnt ihr immer. So, ich treffe nicht immer. Nee, nee, noch nicht. Oh, sind wir so gemein? Sind wir das? Du solltest. Ja, das sind fucking. Das sind NPCs, du fucking Retard. Entschuldigung. Achso, das sind NPCs. Ich treffe noch nicht. So, nee, nachdem wir es dreimal gesagt haben, nein, Sonja, es sind echte Spieler, tut mir leid. Ich treffe immer noch nicht. Gina könnte treffen. Nee. Tucker, Tucker, Tucker. Warte mal, treffe ich hier. Oh! Wie weit muss ich denn hochziehen? Einfach ausprobieren. Treffe ich? Fast, höher ein Stück. Ich sehe es leider nicht. Höher. Der könnte treffen. Also immer noch nicht. Wir sind zwei. Doch, weg. Ich habe mitgebracht. Ich habe getroffen. Oh ja. So, jetzt fährt er weg. Okay, er kommt auf uns. Ich hab keine Kugel mehr. Achtung, da wird's. Ich auch nicht. Wir werden geentert. Alles der rammt uns. Könnt ihr bitte Holz holen? Warte, vier. Ich zünd ihn an. Einer muss reparieren gehen unten. Ja, warte. Oh, wo sehe ich das? Das Loch. Wir haben Holz. Sie schon versenkt übrigens. Ich anker. Anker, ja. Warte, wir brauchen hier Holz und ich gehe mal ganz unten. Da. Ich hab was auf jeden Fall. Ja. Das ging schnell. Hast du Holz? Okay, wir haben auch voll viel getroffen. Ja. Wie mache ich das? Ah. Okay. Einfach rauf. So, zack. Und nicht vergessen, Wasser rausholen. Oh, wir sind schon Stufe 4. Hier ist irgendwo noch ein Leck. Wo ist ein Leck hier? Das hört man auch, das Leck. Warte. Ich höre keins. Jetzt nicht mehr. Okay, dann hat es aber noch lange nachgedings hier. Es ist Restwasser, Sonja. Wo ist das Schiff jetzt? Ist das runtergegangen? Ja, wir haben es schon kaputt gemacht. Der Loot ist noch nicht gekommen, oder? Nee, das dauert immer ein bisschen. Je nachdem, wie tief das Wasser ist, der kommt gleich aus dem, aus dem Boden, wollte ich sagen. Aus dem Wasser. Aus dem Boot. So. Oh, schon wieder Hurensohnsturm. Wir müssen hier gleich weg. Da kommt der Loot. Kannst du das Schiff drehen? Ja, wir müssen Anker hochmachen. Mach dir erstmal hinten noch das Ding hoch, der Segel. Ja. Ich mach schon. Oder Alina macht schon. Ja, zum zweiten ist noch besser. Warte. Ihr könnt auch ins Wasser springen und das, den Loot auch holen, ne? Oben. Könnten wir auch, ja. Wir sind voll eingedreht. Warte, ich hol den Loot. Ich hasse offene Gewässer. Oh Gott, aber... fucking damit. Was soll man machen? Kann mir jemand das immer abnehmen? Gina, kommst du mal zu mir? Das reicht schon, Alena. Ja, ich versuch gerade. Du bist schon. Vorne an der Waffe. Du musst einfach nur die Kiste dann nehmen und irgendwo hinstellen erstmal. Ah, ja. Gina, willst du das hier oben abstellen? Ich genau, weg. Einfach hinstellen und dann die nächste gleich, weil ich bin relativ schnell. Das war der falsche Knopf. X. Genau, einfach hinter dich abstellen, ist scheißegal, weißt du, weil ich bin relativ schnell. Danke, Sonja. Was? Achso. Hab ich was? Nee. Doch, ja, oder? Michi, jetzt? Ja, das war so ein Stein. Michi? Ja, warte, ich treff dich. Eine Sekunde, Sonja. Machst du das mit Absicht? Alter, ganz ehrlich, nein, bis dahin bin ich schon. Zehnmal hin und her geschwommen. Danke. Hättest du dich umgedreht, hätte ich dich auch holen können. Michael. Du hast dich ja nicht umgedreht. Du regst mich auf. Du regst mich auf. Du regst mich auf. So. Okay. Gina? Ja? Hast du das gegnerische Schiff getroffen? Weiß nicht. Du kriegst so einen kleinen Hitmarker, wenn du triffst und dann kommt immer so Musik so. Also, ja, so dann was. Ja. Okay, dann hast du schon mal, bist du schon mal mehr wertvoll als Sonja. Was? Als wir gekämpft hatten, ja, möchte ich darauf hinweisen, dass ich schon mehrmals getroffen habe. Also im Nahkampf bist du Tatsache nicht scheiße, das gebe ich zu. Aber bei allem anderen, Sonja. Naja. Wieso kannst du gegen Spieler gut spielen und gegen Skelette nicht? Ja, weil die. Weil Sonja dachte, es sind Spieler. Oh mein Gott, wow. Wow. Okay, ich bräuchte Navigation für die nächste Insel, bitte. Ja, Moment. Willst du das machen, Sonja? Ja, jetzt. Warte. Oh,
diese Zur Tasten. Not kann ich es auch ansagen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir müssen jetzt nach Smugglers Bay. So. Wir sind diesmal ziemlich gut dabei. Was ist das? Yes. Oh ja. Stop. So, alle an Deck, bitte. Das müsste ein Megalodon sein. Oh, nein, ja. Was? Links was? Hinter uns, rechts hinter uns. Rechts was hinter ne? uns, auf der rechten Seite. Der Riesenheißhorn, wow. Ja. Oh, nee, bitte. Was? An die Kanonen okay. rechts, wenn ihr könnt. Ja, ich muss Kanonen-Googeln holen. Warte. Kein Stress. Wo ist euch den nicht? Ein Stress, sagst du? Warte, ich er kommt auf die linke Seite. Linke Seite. Oh mein Gott. Link, nicht. Links, die andere, das andere links. Warte, ich muss Munition holen. Wo ist er? Jetzt wieder rechts. Rechts. Es ist ein Eichhorn, ja, umkreist. Oh, das war ja damit voll daneben. Ja, aber mir auch. Ja, wie sehe ich ihn nicht? Du musst links, Alena. Damit du zwischen die Felsen kommst, damit du da durchkommst. Ist das da, das Tor? Okay. Ja. Es kann sein, dass er gleich charged. Ah ne, wir sind zu nah an der Insel, er hat aufgehört. Vorne? Da vorne siehst du, dass du da drauf zufahren, da musst du dann rein. Wir sind zu nah an der Insel, der kommt uns nicht hinterher. Was ich gerade erledigt habe, Megalodon. Das vordere Segel hoch machen? Ja. Oh, jetzt beide, die mittlere und vordere hoch. Mittlere und vordere? Voll im Wind. Ja, wir sind gerade komplett im Wind. Warte mal. Was auch gut ist. Und wir Schub. Das wird echt. Warum passiert gerade gar nichts? Du bist auf dem Falschen. Du musst das vordere nehmen zum Segel hoch machen. Genau, rechts ja, Alena, dann haben wir es gleich. Soll ich das mittlere, das hintere Segel auch ein bisschen runter machen? Ja, jetzt warte mal. Hoch. Ich habe tatsächlich diesen Megadollon-Dingens da gar nicht gesehen. Ja, echt? Das habe ich mir gedacht von dir. Super. Wir sind halt zu nah, zu schnell wieder an der Insel gewesen. Michi, weißt du, was ich wieder gemacht habe? Wieder panisch hin und her gerannt. Wir können ihn auch einfach mal machen. Das können wir auch machen, das ist lustig. Ja, wir können ja auch mal ankern und dann... Aber muss man ankern würde ich Tatsache nicht. Wenn der charge, dann kannst du immerhin Tatsache sogar noch mehr oder weniger ausweichen. Naja. Alter, schon wieder so eine schöne Insel. Willst du hier durch das Tor fahren? Wieder mit dem Ding durch? Ich weiß nicht. Klar. Okay. Also ich muss ja schon mit ein großes Lob an Alena aussprechen. Sie kann einfach Schiffe fahren. Ja. Wir werden beschossen oder was ist das? Da ist wir müssen dann sofort kommen. Ja, es kommt von der Insel. Wir müssen dann sofort geradeaus zugucken, wo die Kanonenkugel herkommt. Das ist genau geradeaus zu. Ja. Und dann könnt ihr theoretisch. Ey, ich stoße mir nicht oben an. Sind es Menschen? Nein. Nee, NPCs. Alena, bleib cool. Was denn? Sieht so aus. Ich spring noch mal. Bist du dir schon ein paar Mal reingefahren? Also ich zumindest. Wir machen gleich eine Ankerdrehung, ja? Vorne. Einer ans Anker. Gina, gehst du an den Anker? Okay, ich sehe, von wo es kommt. Ja. Warum bist du runtergesprungen? Weil ich da schon mal hier schwimme. Mit der Ankerdrehung hättest du dich mit der Kanone rüberschießen können. Okay, ich mach Segel hoch. Gina? Egal. Solange kein Hai mir jetzt auf die Pelle rückt, ist mir das egal. So. Und Anker wieder hoch. Ich helfe dir sofort, Gina. Segel ist oben. Segel ist oben. Oh. Oh, oh. Okay, er trifft nicht. Er trifft nicht. Boah, hier habe ich gar keinen Bock auf den Riddle. Hier war das, wo am Strand stand, aber es war nicht am Strand, Michi, gell? Ja. Weiter oben. Okay, ist hier eine Kanone. Ein Huhn. Eine Sekunde. Tschüss, Gina. Zack. So. Kanonenmeister. Kanone ist kaputt. Ist fertig. Nice. Ich drehe so, dass wir rausfahren können, falls das ist, und dann kommen wir. Also, Gina, kannst auch ruhig schon los. Okay. Okay, dann gucken Lass wir mal. Meinen Schatz nicht. Vielleicht mach die Kanonenkugeln ab, wenn du die noch hast. Lass meinen Schatz nicht verstauben. Erleuchte die letzte Ruhestätte des Papageienhalters. Gen Westen. Willst du ihn rauben? Ruhestätte des Papageienhalters. Irgendein Grab und da ist dann irgendwas mit Sonja, beruhig dich. Ah, nein! Doch. Oh, lol. Wir haben ein Beiboot hier, vielleicht nehmen wir es nachher mit. Ja, Beiboot sollten wir mitnehmen. Wir können alles draufpacken. Wenn ihr was findet, ladet es aufs Beiboot.
So, wo ist der Spinner? Da. Brennt! So. Okay. Ist noch eine Kanonenkugel drin. So. Alles auf zwei. Kann ich hier so Kanonenkugeln auch einfach irgendwo abwerfen? Oder kann ich die jetzt nur irgendwo in Kisten laden? Huch. Autsch. Kannst du nur in Kisten laden oder in Waffen? Oder in Kanonen? Achso, also ja, ins Beiboot legen kann ich es nicht. Doch, ins Beiboot kannst du, da ist eine Truhe drin. Oh ja, stimmt, ja. Hinten, da musst du aber mit R irgendwie draufschauen, das ist ganz komisch. Achso. Achso, ja. Das findest du auch nur aus dem Winkel. So, nächster Riddle-Teil. An dem lang vergessenen Vogelkäfig, okay, im Untergrund gibt es eine Karte mit Geheimnissekund. Okay, Untergrund. Ja, wir müssen in die Höhle. Ja, die ist hier bei mir, glaube ich, irgendwo, oder? Hier bei euch? Ich suche auch gerade, aber ich glaube, da kommt man oben irgendwo rein. Ich laufe alles ab. Echt, kommt man oben rein? Die war doch hier unten irgendwo der Eingang, oder? Das Gefühl, die war oben. Ich komme mal zu euch. Hier ist alles gelootet schon. Also hier unten bei mir ist er nicht. Hier ist die Gina. Okay, Gina zurück. Böse. Irgendwo spawnen hier Skelette. Ich hab keine. Ich hab. Oh, eine Sekunde. 3, 2, 1. Oh, ich hab nicht getroffen. Ja, ich auch nicht. Warte, 1, 2, 3. Jetzt habe ich getroffen. Ich hab das eine Fass kaputt gemacht, ohne das Fass kaputt zu machen. Was? Geil. Ich hab zufällig Munitionskiste zufällig. Hier, untersuchen. Diese zerknüllte Zeichnung wurde vom 5-jährigen Sohn eines Piraten gezeichnet und zeigt seine Lieblingsinsel. Er wird eines Tages sicherlich zu einem berühmten Kartografen heranwachsen. Ach, wie süß. Was sollen wir hier machen? Karte lesen, ne? An dem lang vergessenen Vogelkäfig, ist es der hier? Nee. Hier ist einer. Der hier. Hier ist auch einer. Ah, ich hab ihn hier. Seid ihr hier? Ah, da. In der Höhle. An der schattigen Bibliothek gen Osten hat deine Suche ein Ende. In 5 Schritte gen Nordosten die Schaufel in die Hände. Die vergessene Bibliothek. Ja, wir waren hier schon mal, Lena. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Sie ist ja. Bibliothek. Osten. Wo ist die Osten? Die ist da oben irgendwo, glaube ich. Da. Also. Meinst du, die war oben? Ich glaube, die war hier. Dann schauen wir erst da. Okay, Michi, wo steht die? Hier bei mir. Hier liegen. Kommt ihr mit? Was ist da? Da ist sie. Komm mit. Frau Wasser. Ja. Oder hör mal zu, wenn wir reden. Okay. Digga. Muss man die kaputt machen, ja? Ja, natürlich. Sonja, ich hau nicht umsonst drauf. Man kriegt die ganze Zeit aber Schaden, ja. Passiert irgendwas? Jetzt. Ja, da geht der Ding gerade hoch. Hier interessiert sich niemand für? Doch, Gina. Böse Viecher, Michi. Okay, wir sagten, sobald wir 5er Flagge haben, gehen wir verkaufen, okay? Du willst dann auch die Flagge wieder loswerden, oder was? Ich würde sagen, oder? Sonst verlieren wir wieder alles und sind schlecht drauf. Ja, und ist doch egal. Du bist am meisten schlecht drauf, Michi. Wegen dir! Nee. Ja? Ich glaube, ich sehe die Bibliothek. Ja, wäre nice. Also wir haben es ja jetzt diese Runde hier mit den Sachen, ne? Mit dem Suchen und Finden. Nein. Nein. Oh mein Gott. Hast du das absichtlich? Nein. Warte. Wahrscheinlich einfach nur aus Versehen eh. Ich hab im Chat gar keinen Nein. Gina schon. Doch, ich auch. Und das viele Male. Ah, hier ist eine Bibliothek. Ist es das? Die schattige Bibliothek. Oh. Nochmal.
Nord-Nord-Ost. So, hier. Hänge ich jetzt hier an dem scheiß Buch fest? 1, 2, 3, 4, 5. Na, guck an. Ah, Tatsache. Nice. An dem einen Buch, oder was? Nein. Mm-mm. Ich bin noch weitergelaufen, da waren jetzt so ein kleines Lager mit vielen Büchern. Soll ich das Ding holen, das Beiboot? Ja, kann mal jemand gleich zu mir kommen? Ich glaube, da ist noch eine Menge. Oh ja. Ich kann kommen. Super. Ich mach das Beiboot in der Zeit. Hier. So. Hatten wir standardmäßig kein Beiboot, ne? Nein. Nee, hat man nicht. Ach so. Okay. Hier, Michi, ich komme mit einer Kiste. Oh, eine Holzkiste mit 50 Holz schon wieder. Holy shit. Also Holz sind wir jetzt gut versorgt. Wir können bauen nur noch Kugeln und dann sind wir good to go. Ja, also ich habe noch eine Fahrt für Geisterflot. Oh, was? Was, du hast eine Fahrt für die Geisterflotte? Ja. Wohin damit? Sollen wir sie echt machen? Ja, das Ding ist halt, es wird halt wahnsinnig spät. Okay? Nicht nur das, sondern es wird... Seht ihr das Feuer da oben, was da brennt? Das habe ich entzündet. Ich allein. So, ich geh zu Alena. Tschüss, Sonja. Muss nicht kommen. Okay, ich bleib einfach mal hier. Seid ihr schon fertig? Ja. Oh. So. Ich bin auch da. Hallo. Zu spät. Hallo. Wir gehen weiter. Jetzt müssen wir doch noch eine haben, oder? Ja. Machen wir die? Eine Mission, ja. Was und haben wir denn hier? Sailor's Bounty. Nice. Unser Schiff sieht so herrlich aus mit dem Sonnenuntergang. Oh mein Gott. Das wollte ich gerade sagen, unser Schiff sieht mega sexy aus. Oh. Du hast schon wieder Viecher. Ah, du bist. Bin ich zu weit weg? Hoch. Nee, alles Dankeschön. Gut. So. Der erste Schuss verkacke ich immer, weil ich das nicht so ganz einschätzen kann. Du hast halt auch kein Fadenkreuz. Geh mal selber ran, dann siehst du, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, das ist so wie eine Kanone. Ja, nur. Oh, ich mache hinteres Segel runter, Alena. Warte mal, wir müssen erstmal die Richtung gleich kriegen, nachdem wir hier raus sind. Wobei. Und Segel würde ich tatsache erstmal nach. Oh, okay. Ich mache das hintere Segel mal nach rechts, dass wir rausfahren, wir schnell rausfahren, weil der Windrichtung. Do that. Do it. Sonja? Ja? Soll ich runter machen? Ja. Nein. Was? Nein. Was willst du von Navigation, mir? Navigation, bitte. Ach, die Navigation. Das willst du. Ja. Ja, weil du dieses Wort hörst, solltest du da eigentlich schon direkt unten sein und direkt sagen, wo es hingeht. wir sollen Richtung... Du bist ein bisschen eingelenkt, kann das sein, Alena? Ganz leicht. Also wir müssen auf jeden Fall hier erstmal aus der Insel rausfahren und dann im Grunde scharf rechts. Und zwar Richtung Westen. Ja, doch so. Ich hab's hintere Segel gesetzt, um rauszufahren. Würde ich sagen. Ja, ja. Oh mein Gott. Ist der Weg weit? Oh. Nö. Warte. Der Wind hat sich gerade gedreht. Ist das Schiff auf unserem Weg? Siehst du da irgendwas mit roter Markierung? Nein, oder? Nee. Sehr gut. Wieso? Was ist rote Markierung? Das sind diese Schiffe von den Reapern, die dafür da sind, um andere Spieler zu töten. Und das wäre jetzt echt kacke, weil wir jetzt gerade unseren ganzen Loot haben. Oh. Da sind wir schon. Sailor's Bounty. Könnt ihr den anderen Anker? Welchen Anker? Wie, welchen Anker? An den Anker bitte. Soll ich schon ankern? Nein, dran gehen. Ja, ich bin da. Ich bin doch da. Okay. Welchen dann... Anker? Jetzt ankern. Soll ich das hintere Segel auch hochmachen? Kannst du, ja. Nice. Okay. Was müssen wir jetzt tun? Warte mal.
Glaub und Riddle wieder, oder? Ja. Also, runter. So. Wir sind auf jeden Fall Schweinchen. An den mit einem Fluch belegten Schädelhaufen auf der Hauptinsel ist es nicht mehr weit. Geh 9 Schritte gen Südosten und halte die Schaufel bereit. Das war's? Was? Okay. Alter, was sind das für gruselige Geräusche hier? Hauptinsel. Verfluchter Schädelhaufen, oder was? Genau, auf dem also wir müssen einen verfluchten Schädelhaufen finden auf der Hauptinsel. Stimmt, hier ist so in mittig oben. Du, oder ja, da unten? Böse. Ja, ja, genau. Au. Okay. So. Mal. Ah! What the fuck? Oh, wer schreckt so? Oh. Ich bin tot. Da gibt's Fallen in den Höhlen. Was? Ja. Wie ja, Fallen? Ja, Fallen. Da kommen plötzlich aus den Wänden irgendwelche so Hackebeine, die dich umhauen. Oh, ja. Was? Das ist ja wie bei Tomb Raider. So. Oh. Okay. Nur da siehst du die Fallen vorher. Ja, das stimmt. Oft. Alena, bist du? Guck, guck. Ja, ich bin weggerannt, sorry. Ja, nee. The fuck you! Scheiße! Und der nächste auch noch. Und ich bin tot. Tot? Ja, weil ich runtergefallen bin. Noch zusätzlich. Oh, ich komme nicht mehr. Sorry. Oh. Jetzt hast du mich hier mit vielen Skeletten zurückgelassen. Entschuldige. So, ja, was müssen wir denn tun? Immer noch den Haufen finden. Ja. Ich versuche da jetzt mal reinzugehen. Kann natürlich auch da drin sein, ne? Dass man sich erstmal durchkämpfen muss durch diese ganzen Fallen etc. Danach müssen wir dann verkaufen gehen, richtig? Den Schädelhaufen. Ich glaube, ich habe den Schädelhaufen gefunden. Echt? Okay, dann gehe ich da nämlich der ist direkt bei mir. Was? Ja. Guck mal so, ich bin nicht mal 2 Sekunden auf der Insel und hab schon gefunden. Komm ich hier überhaupt irgendwie wieder raus? Weiß ich nicht. Wo du überhaupt reingegangen bist. Was müssen wir da machen? 9 Schritte Süd-Südosten. Ja. Oh, Süd? Au! Südosten. Tina brennt. Lauf ins Wasser. Wie weit muss ich jetzt? Au! Mich hier hat. Ey, ich wollte auch mal was lösen. So, wo ist wir kriegen immer nur diese Dreierkiste, ist euch das mal aufgefallen? Was oh, wir haben das? Die Fahrt abgeschlossen. Fahrt abgeschlossen, ja. Das heißt, wir verkaufen. Ja. Das heißt, werden wir jetzt geflaggt für die bösen Piraten? Wenn wir Stufe 5 sind, Sonja, unten links siehst du da, wir ach sind so. 4 von 5. Und kurz vor 5. Okay. Die hallo? 5. Stufe bekommen wir theoretisch nur, wenn wir jetzt noch eine Fahrt machen würden, oder was ist los? Und eine Aufgabe erledigen. Wenn wir jetzt noch Zeug auf unser Schiff bringen, dann ja. Es kommt drauf an, ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen. Was fehlt uns noch was? Mhm. Ja, wir haben jetzt die Fahrt ist abgeschlossen. Ah, okay. Wir können verkaufen. Aber wir haben noch nicht 5. Wir haben noch nicht 5, nee. Hm. Ist das schlecht? Noch irgendwelche Schätze hier sind oder Meerjungfrauen, das würde uns was bringen. Fehlt uns echt nicht viel. Meerjungfrauen? Ja, halt irgendwas, was auf der Insel lootmäßig ist, weißt du? Ja, dann suchen wir einfach mal noch ein bisschen. Haben wir auf der Insel noch. So einen Captain-Schädel. Der hat dann also mal ein Ding dabei. Da hinten ist ein Schiffswrack. War da schon jemand? Nee. Hier ist doch safe, eine Kiste. Ja, manchmal ist auch am Strand halt vergraben und so. Da ist ein Hai. Was? Abschießen, essen. Du kannst ihn essen. Aus Prinzip werden Haie gegessen. Das ist der ultimative Disrespect. Alena, hinter dir ist ein Explosivfass. Okay, nice. Also ich bin jetzt echt voll. Ich hänge. So, ne, dass du voll bist, war mir schon von vornherein. Ah, diese Äxte, Alena, hier ist ein Beiboot. Ist ja richtig.
möchte ich hier. Leider kein Schatz hier. Naja, aber Kanonenkugeln sind drin im Beiboot. Ja, wenn nicht, halten wir auf der nächsten Insel. Alter, was? Random und sammeln dann da. What the fuck? No. Ja, oder wir Alena, wir haben doch auch noch die grauen Quests. Wir können ja auch gucken, wo das da eine graue Insel ist, weil das sind ja, alle. Wenn was in der Nähe ist, können wir das machen, ja. Und die sind nur okay. Zwei Dinger lang, meistens. Hier ist eine fette Höhle. Guck mal, ob du da noch irgendwo in so einen blitzenden siehst, so einen Stern. Gina, hinter dir ist ein explodierendes Fass. Oh. Ein blitzender Stern? I killed the high. Gina, komm mal zu mir. Wo bist du? Da. Ich komme mit dem Boot angetuckert. Es ist etwas schwierig zu steuern. Was ist denn das hier? Genau, du kannst da reinklettern. Oh, sorry. So schnell, ich kann nicht anhalten. hier an der hinteren Kiste, da musst du ein bisschen näher ran. Oh, aua. da kannst du Zeug rausnehmen. So, komme ich denn jetzt hier raus? Ah, ja. Sonja, du bist irgendwo mitten unter der Insel. Ja, ich weiß, hier ist irgend so ein krasser Raum. Ich war... Ja, das ist wahrscheinlich ein Seemannsgarnraum. Oder keine so. Keine Ahnung, ich bin hier so einem Totenkopfzeichen gefolgt. Mit Stacheln. Ja, ach was. Ja, so ohne Witz so. Und kann ich hier drehen? Segel sind alle oben. Hier ist ein Bett. Ich kann mich hier ausruhen. Es gibt halt wirklich eine Schlafimode. Was kann man hier tun? Nichts. Also wir hätten das Mermaid's Hideaway, das ist halt mega weit weg. Kann ich hier was ziehen? Oh. Okay. Ich kann hier Fallen auslösen. Ja, Sonja, das ist für ein Seemannsgarn. Cannon Crawl. Hm. Ja, okay. Super. Cannon Crawl und das. Das letzte ist dann nix. Ja, aber Cannon Crawl ist auch noch näher und dann. Toll, und jetzt komme ich dahin. Nur hier wieder zurück. Die Insel mit dem Steg, hast du die gefunden? Nee, das ist nicht. Doch, ich. Nee, das ist. Warte mal. Oh nein. Oh nein! Falsch! Au. Ich glaub, ist es die hier? Nee. Jetzt bin ich auf dem Schiff. So. Da ist dann ein Sniper und eine Donnerbüchse noch. Die Donnerbüchse ist halt wie eine Schrotflinte und der Sniper ist halt... Segel setzen, bitte. Ein Schnieper. Schnieper? Ein Schnieper. So, bitteschön. So. Upsala. So. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Verkaufen, ja? Oder was? Südsüdöstlich, Alena. Eher südlich. Am Fort wollte ich rechts vorbei. Links vorbei. Fahr links vorbei, genau. Wenn du jetzt gerade machst, dann kommen wir fast genau drauf zu. Ja, Musik hört sich gut an. Wer auch immer Musik macht, gute Idee. Ja, das bin ich. Okay, hat sich gerade erledigt mit gute Idee. Fuck off, Michi. Oh, warte, ich wechsle. Alles gut, hab schon. Bam, bam. Gina, was machst du? Du verpasst hier die Band. Was es hier alles gibt. Komm zur bin Band. Bin schon fast 100 Seemeer hingesegelt. Ich bin 93. Wie mache ich das? Q und dann F. Kill Howl Ford. Ist das, was ich da sehe, ist das richtig? Nee, ist nur die Insel. Oh, wir müssen, glaube ich, ausweichen. Da vorne ist eine kleine Insel, da müssen wir dann ein bisschen links vorbei. Links ist ein Boot, ne? Siehst du das, Michi? Oh nein! So, tschüss, Sonja. Fuck! Links ist ein Boot, wo soll der links ein Boot sein? Ganz weit da hinten links.
Da hinten, ja, da hinten links ist. Die schauen auf uns, oder? Ich sehe sie nicht. Michi, ernsthaft? Diesmal sehe ich es. Da, Tatsache. Ich glaube, die schauen auf uns, weil ich sehe es blitzen. Es kann auch Loot sein von denen. Wir lassen die einfach. Wie viele Kanonenschüsse hält der Hai aus? Ein paar. Ein Schwert aufschlagen. Das sieht eher aus, als ob das Loot ist, was da die ganze Zeit auch blitzt. Okay. Scheiße, mehr. Wir fallen irgendwo direkt Alena drauf, aufweichen. Ne? Oh nein. Alena rechts, sofort. Wir kommen direkt auf den Stein zu. Alles gut. Wo ist die Mehrheit? Was ist das? Gerade machen reicht. Haifleisch, super. Oh, das ist fast. Ah, da ist sie. Muss gleich wieder links einschlagen, dass wir nicht an den zweiten Stein kommen. Okay. Also, so beschissen mit dem Schiff. Ich sehe leider nicht, was du siehst. Oh, Mann! Ich sehe nicht dein Ernst, Alter. Vor der Mehrheit hat mich dieser scheiß Hai, der zweite, erwischt. Du musst auf den Hai schießen, dann greift er dich nicht an mehr. Dann hat er Angst. Ich hatte keine Kugeln mehr. Ja? Sonja. Michi. So. Nee, die sind immer noch dort. Vor Anker. Ups. Was war oder das? Bewegen die sich? Ich weiß nicht, ob die sich bewegen, ehrlich gesagt. Von wo aus? Ach, Blödsinn. Himmelsrichtung ist nordöstlich. Nord, 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 Nord. Nee, die chillen immer noch am gleichen Ort. Ah, okay. Hä? Oh, ich bin zu doof. Alles gut, geh mal lieber nachladen, nicht, dass du dann auf die Insel kommst und dann, na. Gute Idee. Diesmal haben wir es aber gar nicht mit den Spielern. Letztes Mal sind uns über die halbe Map gefolgt, Alter. Ja, da waren wir halt ein kleineres Schiff, das man direkt killen kann. Wir waren eine fucking Brig, das kann man nicht gleich killen. Natürlich. Die waren vielleicht auch eine Brig. Auch Brig fahren können. Brig killen. Ja, vielleicht sehen die nur ein großes Schiff. Oh, oh, das kann gefährlich werden. Ja. True. Und Sonja, wir sind leichter zu sinken, einfach aus dem Grund, weil wenn wir getroffen werden, müssen wir ewig weit runterlatschen und dann fehlt uns wortwörtlich ein Mann zum Kämpfen. Aber wir haben auch viele Kanonen, die gleichzeitig schießen können, anders als die. Vordere zwei Segel, bitte. Ja. Perfekt, hoch. Cannon Cove. Ich liebe diese Overlays einfach. Ich finde die so sexy. War schön. So. Da brennt ein Feuer. Die haben die Segel hochgemacht. Willst du auf dem Schiff bleiben? Macht er ja sonst auch. Na, einer muss es ja beobachten. Wenn die auf uns zukommen, haben wir ein Problem. Weil wir sind voll beladen und das wissen die aber halt nicht. Die könnten, na, theoretisch könnte auch einer von denen einfach rüberschwimmen zu uns. Das wäre halt mega kacke. Nun gut, mal gucken. Jemand bitte an den Anker? Jawohl. Ah, oder Gina? Willst du da an die Brücke fahren? Kann ich. Oder? Sei trotzdem am Anker bereit, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja, sag. Ich mach Segel hoch. Bam, 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 bam. Ich glaube, das war ein bisschen viel, aber ist nicht so schlimm. So. Ich glaube, jetzt muss ich wieder zurücklenken. Und ankern, bitte. Und Anker kommt. Kann man da rüberspringen? Nee. Egal, sieht cool aus. Aber von ihr kann ich dann von der Brücke rüberschießen, das ist cool. Weil wir hätten ja mit dem Ding eigentlich ranziehen können. Ich mach den Anker wieder hoch. Alles klar. Wer jetzt hier im Auge? Ja. So. Siehst du, wir kriegen ja auch diese Punkte nur, wenn wir auf die Inseln gehen, wo wir Quests haben. Also was machen wir denn jetzt hier? Noch nicht verkaufen, ne? Nee. Wir machen noch ein Riddle. Ah, okay. Haben wir das im Inventar? So ein... Ja, es ist, glaube ich, die Nummer? Gina? Hm? Warum wir den ganzen Scheiß hier machen, du kriegst auch Reputation bei den ganzen Typen, wo wir die Quests haben. Hast ja schon bemerkt, dass bei dir die ganze Zeit irgendwas aufgeploppt ist. Ja.
kenne und je krasser deine Reputation, desto krassere Quests bekommst du mit krasserem Loot und so. Und mehr Geld bedeutet mehr Sexiness für dein Schiff und deine Klamotten und so ein Scheiß. So, ich lese jetzt trotzdem vor. Diese Karte enthüllt mehr, als man meint. Lies sie an der Höhle im Untercannon Peak, wo kein Licht mehr scheint. Ja? Ich drehe das Schiff mal so, dass ihr da raufspringen könnt von der Brücke dann aus, ja? Mhm. Ja, noch ein bisschen. Yes. Nahrung, jede Menge Nahrung. So eine Höhle. Hast du eine Höhle gefunden? Ja. Keinen Peak. Freunde. Ah. Hört ihr das als nicht, dass es düdüm macht? Das heißt, wir haben was gefunden. Also, ja, aber es macht so oft gefühlt. Der macht nichts. Oben auf der Insel ist ein grünes Feuer, falls euch das entgangen ist. Lass sie in Ruhe, du Schuft. So. Achtung, hinter dir! Au! So. Okay. Super. Und jetzt, was die Nummer 3 war es. Und erreichst du den vergessenen Schiffsbrüchigen an der Küste, gehen Osten, so leg dich noch nicht zur Ruhe, grab 5 Schritte, gehen Ost-Nord-Osten und du findest meine Truhe. Gehen Osten. Da leuchtet da auf jeden Fall irgendwas. Seid ihr schon da? Gina, was leuchtet? Ich habe eine Truhe des Seefahrers gefunden. Sehr gut. Ja, wir haben Level 5 erreicht. Nein. Das heißt jetzt, da ist ein sieht jeder uns auf der Boot. Map. Ein grünen. War das links von uns Golden Sands, Alena? Weil da ist das Schiff geankert. Ja. Da würde ich dann ehrlich gesagt ungern verkaufen. Die können einfach unser Schiff gehen und unser Zeug verkaufen. Ja, wir können ja fahren. So, wo waren wir? Gegen Osten, am Strand. Ah, nee, hinter uns ist Golden Sands. Da, wo es leuchtet, oder? Müsste es doch eigentlich sein. Dann sind die auf einer anderen Insel. Oder sind hier zwei Außenposten? Vielleicht verkaufen die auch noch gar nicht. Muss ich gerade kurz was checken. Aber nee, die sind dann. Die sind auf Sanctuary und nicht auf Golden Sands. Oh, ist einer von euch auf dem Schiff? Ist ein Schiffbrüchchen? Ich komme gerade hoch, ja. Okay, alles gut. Wenn ich die Leiter finde. Ja, hallo. Hättest du was gesagt? Du kannst auch hier über die Brücke. Ich habe das Schiff so gemacht, dass du auf über die Brücke herspringen kannst. Hä, hey, nee, ich bin. Oh. Hallo. Naja. Vielleicht kann das andere ich anscheinend nicht. Alles gut. Hier ist ein Boot, Schiffbrüchigen, oh, ein Schwein. Ja, wenn nicht, können wir auch jetzt verkaufen gehen, weil der vergessene Schiffbrüchige, hätte ich jetzt gesagt, ist eigentlich... Ja? Ein Skelett, das irgendwo sitzt, aber ich finde keins. Aber wir haben ja jetzt eigentlich alles. Na gut, dann komme ich. Mittleres Segel hoch, bitte. Außenposten Golden Sands. Sonja, guck mal mit dem Ding, ob du den Golddigger-Teil siehst. Aber ich glaube, so wie wir gerade ankommen, ist gut. Mit dem Ding? Golddigger? Achso, den Gold. Ja, weil es ist ein Zelt. Aber so wie wir ankommen, auf der mittleren Insel, so ist es, glaube ich. Also die Insel, wo wir jetzt gerade zu drauf steuern, der Teil. Wir müssen nicht zur mittleren Insel, oder? Nein. Zur rechten meinte ich, Entschuldigung. Da ist das Zelt. Du kannst eigentlich genau links einschlagen und dann einfach fucking auflaufen. Ist eigentlich scheißegal, wir verkaufen ja eh. Dann reparieren wir nur kurz das Schiff, dass es nicht vor unserer Nase sinkt und dann ist gut. Ja, wir müssen ja nicht direkt auflaufen, wir können es ja trotzdem noch fahren. Höre hier wieder so ein Stöhnen. Sonja, wir sind an der Insel, da passiert nichts. Und ja, das ist der Krake. Sind wir festgehakt? Nee. Okay. An Anker bitte. Alter, das hört sich so mega... Anker, ja. Warte, wir gehen noch ein bisschen näher. Ah ja, doch, fuck it, Anker. Anker? Ich anker. Ja. Gut, jeder schnappt sich eine Kiste und geht verkaufen. Wer will, tust du noch Gina erklären, wie man verkauft? Kann ja Sonja machen, wenn sie das verschickt. Oh Gott. Erstmal eine Kiste nehmen. Also,
wir kriegen auf jeden Fall mehr Geld, wenn wir die Rubine und so kannst du überall verkaufen, aber wenn wir sie beim Golddigger verkaufen, kriegen wir mehr Geld wegen der Fahne. Und diesmal machen wir die Fahne nicht weg, bevor wir nach dem. Also egal, wo ich das jetzt abgebe, oder? Nee. Dem Goldfuzzi. Genau, diese Dreierkisten musst du erst aufmachen und die Inhalt verkaufen und dann kannst du die Kiste erst verkaufen. Selbst wenn sie leer ist, kriegst du noch ein bisschen Geld für die. So. Und wenn du jetzt darauf achtest, oben ploppt eine Zahl auf und da ist dann eine grüne Zahl dahinter, das ist der Profit, den wir machen. So. Ja. Und so. Wo muss ich draufdrücken? F. Kiste öffnen ist er. Oh, Alter, weißt du, was ich hinter uns sehe? Wieder so ein großes Piratenschiff. Diese Meerjungfrau, okay. Kann es nicht verkaufen. Ah, dann musst du bestimmt zu. Was hat ein Schädel? Du musst dann zu. Wie nennt sich das? Diese Tante. Seelenorden, ja. Hier, die Tante. Du hast halt wirklich die scheiß Lagerkiste genau zu den scheiß Dingern gemacht. Hier. Genau das gemacht, was ich gesagt habe, sollst du nicht machen. Michi? Hey, du regst mich auf. Nein, du regst mich auf. Die war mitten in den Kisten. Ich hab dir gesagt, du sollst sie da nicht hinmachen. Die können wir nämlich nicht verkaufen. Ich verkaufe mein Schwein nachher. Es ist gestorben. Ich danke dir für den Input, Alena. So, Alter, jede Menge. Wieso haben wir jetzt so viele Missionen erhalten? Ach so, weil wir jetzt Botschafter sind. Ja, wir haben jetzt richtige Botschafter-Missionen erhalten. Die geben richtig viel Geld. Viel besser, das müssen wir das nächste Mal machen. Was kann ich mit dem Geld jetzt alles machen? Damit kannst du dir jetzt gleich Upgrades kaufen, wo du willst. Also Upgrades Fantasy im Sinne von Skins. Ja, Skins. Okay. Ja, nicht, dass ich das jetzt alles irgendwie für so Sachen ausgib und nachher heißt, ich hätte mir so mega die cranke Waffe kaufen können oder so. Du kannst dir halt auch Schiffsfahrten kaufen, wenn du mal irgendwie allein spielen willst. Das muss man Gina, auch mal bezahlen. Du kannst dir kaufen, was du möchtest, das Zeug behältst du. Weißt du, das Geld ist nicht geschert, wenn wir in der Gruppe spielen. So. Wo ist denn hier die Trolle? Ah, hier vorne. So, haben wir jetzt noch Alter, was drauf? Wir haben ja, ordentlich. Ne? Ja, ja, ja. Hast du noch eine Dreikiste oder habt ihr die schon verkauft? Hier ist noch einer. Ich nehme den wieder mit aufs Schiff, weil wir haben noch ein paar Schädel, glaube ich. Und einen Ritualschädel, den müssen wir dann bei Schwarzmarkttypen da verkaufen. An der Taverne. Schädel? Drei Schädel. Ja, ich komme gerade hoch. Ich nehme mal trotzdem schon mal einen. So. Sind da noch welche? Einer auf jeden Fall. Als ich zumindest gerade drin war. Na, hier ist noch eine normale Kiste, die ihr aufs Bett gestellt habt und einfach ignoriert habt. Ja, also dann ist noch die Dreierkiste, die leer ist, weil ihr habt alles mitgenommen. Dann bring die und dann können wir die Flagge beenden. Ja, ich hab noch die andere Kiste, die ihr vergessen habt. Also wie gesagt, in der Kajüte ist dann noch diese Dreierkiste und dann können wir die Flagge beenden. Alter, mein Spiel lenkt gerade. Nein. Bitte nicht. Alena. Keine CPU-Warnung. Nee, mein Spiel hängt nur einfach. Hat sich aufgehängt. So, hier ist noch eine Kiste, eine Schatztruhe. Wenn ihr wollt, können wir noch gegen das große Piratenschiff kämpfen, müssen aber das dann nicht looten. Nur, dass wir halt nochmal ein Gefühl dafür bekommen, weil das ist direkt hinter uns und nicht weit weg. Ich kann gerade gar nichts machen, leider. Immer noch nicht? Nee, ich bin. Freeze. Findet nicht mehr zurück. Ah, jetzt hat sich was bewegt. Ah. Oh, ich hänge am Baum. Ja, habe ich gesehen. Sag mir mal, wenn ich aus der Gruppe rausfallen sollte. Und noch bist du es nicht. Jetzt nicht. Habt ihr die Botschafterflagge gerade verkauft? Nee, weiß ich nicht. Wartet mal noch kurz, bitte. Ich bin... Nee, wir haben sie noch drauf. Die ist noch Stufe 5. Hallo. Achso, ich habe hier eine leere Kiste geschleppt. Soll ich die verkaufen, oder? Ja. Okay. Nein, jetzt bin ich rausgeschmissen worden. Ja, ist egal, wir machen die Botschafterflagge noch nicht weg. Wir warten, bis du wieder reingejoint bist.